Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind wieder live auf Twitch mit Sims 4 und unserer Unterschied im Stammbaum Challenge. Ich freue mich sehr, dass wir weiterspielen. Wir sind ja im letzten Part, wir sind ja schon die letzten Parts ausgezogen, sind jetzt in einem neuen Apartment. Kaori und Blake sind sehr hart am Arbeiten, denn ihnen ist die Karriere sehr, 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 sehr wichtig. Und unsere kleine Nova leidet ein ganz klein wenig darunter. Sie wird nämlich nur von ihrer Nanny großgezogen. Und ihr werdet übrigens an der Seite auch wieder ganz lieb begrüßt von den Zuschauern auf Twitch. Und es ist halt so, dass Nova sehr alleine groß wird und das ist halt Ziel ihrer Generation, dass sie eben ein bisschen einsamer ist als andere Kinder und naja, sich so ein bisschen mehr um sich selbst kümmern muss. Und ich habe richtig Bock auf diesen Stream jetzt und wir starten jetzt auch direkt rein und ich sag einmal, let's go. Da sind wir. Richtig schön. Warte mal, jetzt muss ich doch nochmal meine Kamera anpassen, weil die nervt mich ein bisschen. Ich will nicht, dass das so weit unten ist, weil dann sieht man immer so viel vom Mikro. Okay, wait, das mache ich mal fix. So. Ich mag Kekse und Teig, Hallöchen und hallo Torbi. Mache Haushalt nebenbei und dann geht's an die Angebotsplanung für den Lehrerbesuch. Oh, wie aufregend. Drück mir die Daumen, dass es heute fertig wird. Das Haushaltsvideo gestern fand ich so schön. Dankeschön. Hatte richtig Gänsehaut. Oh, Torbi, dankeschön. Ja, ich drück dir die Daumen, dass du gut vorankommst und dass du das schnell erledigt bekommst. Hat mein Sim auch Nova genannt. Oh, der Name ist aber auch einfach schön, gell? So, jetzt machen wir die Musik aus und die machen wir an. Und dann gucken wir mal, was wir mit unserer Nova heute machen. Und Babyface, Hallöchen. So. Okay. Ja, da ist er auf jeden Fall, unsere kleine Tochter. Wir wollen ihre Fähigkeiten definitiv pushen. Sie wird ja so ein bisschen eine Freigängerin. Ich mache auch nochmal direkt ihre Regeln auf. Damit wir die nochmal zusammen nachlesen können. Unterschied im Stammbaum. Ich musste echt jedes Mal reinschauen, weil eine Woche später weiß ich schon wieder nicht mehr, worum es ging, ne? Also, Generation Nummer 3. Deine Eltern schienen mehr Zeit im Büro zu verbringen als zu Hause, also hast du dich entschieden, verschiedene Orte zu besuchen. Sie will beliebt sein auf jeden Fall. Freundin der Welt. Das war gerade ihr Opa übrigens. Also sie will Freundin der Welt sein und beliebt sein. Dann lassen wir sie doch auf jeden Fall Kommunikation maximieren, bevor wir sie Geburtstag haben lassen. Ich glaube, ich habe die Alterung auch gerade pausiert, ne? Ja, ich habe die Alterung eh pausiert. Dann entscheiden wir das einfach selbst, wann sie Geburtstag hat. Kann bis kurz nach 13 Uhr hier sein. Dann gehe ich 4 Stunden arbeiten. Oh, musst du heute nochmal? Ich hoffe, es geht gut rum. Macht es, Celine. Viel Spaß dabei. Wie nochmal? Wie meinst du nochmal? Was meinst du, Busy Lady? Wie nochmal? Was nochmal? Also sie sollte Kommunikation auf jeden Fall verbessern, finde ich. Ich glaube, das passt ganz gut. Ach so, die Modliste. Ausrufezeichen Sims Mods. Warte, ich kann es aufschreiben. Probier's nochmal. Ob es geht. Oh, warte mal, das ist Sumisha. Ah, ich habe die Sumisha ja noch offen. Hilfe. Ah ja, perfekt, genau so. Mhm. Wie krass, Sims Girl. Merkst du die jetzt? Oh, wie aufregend, ey. So, ihr Lieben, jetzt aber. Dankeschön, Anna. Das ist ganz lieb von dir. Genau. Wir kümmern uns um unsere Tochter. Ich hatte geklingelt. Ah, nix für mich. Boring. Genau. Unsere Eltern... Oh, sie sind gerade heimgekommen. Okay, perfekt. Dann kannst du bitte mal die Toilette benutzen. Warum machst denn du nichts nochmal? Und Blake ist hier unten irgendwo und der wird jetzt einfach ein bisschen Politik-Dinge tun. Der macht ja immer irgendwelche Politik-Dinge. Ne? Und FabiQuest, hallöchen, herzlich willkommen und Dankeschön für deinen Follow. Schön, dass du hier bist. So. Wenn du pieseln warst, kannst du vielleicht direkt wieder arbeiten gehen. Medizindinge recherchieren. Aber sie muss sich immer erst hinsetzen. So. Stand gerade Szenario. Ach so! Okay. Aber jetzt passt's, ne?
Wollte nämlich mal schauen, ob was nicht mehr geht. Mein Spiel will nämlich nicht starten. Oh, okay. Ja, also Busy Lady, ich habe nur die Tool-Mod und die Better Build bei updaten müssen, weil die waren tatsächlich, die haben zu Ansichtfehlern geführt. Und Lizzie, hallöchen! Schön, dich zu sehen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, die Aufmerksamkeit schwindet, Mausi. Ich weiß das. Ich liebe dich, aber du weißt es, ne? Ich bin hier und wir lieben dich. Chat und ich, wir lieben dich. Gell? Wir lieben sie. Können wir mal ein Herz in den Chat machen für unser armes Kind, das keine Aufmerksamkeit bekommt? Einfach mal ein Herz in den Chat. Nova, wir lieben dich. Verstehst du? Ich verstehe, dass deine Eltern keine Zeit für dich haben, aber wir, Nova, wir lieben dich. Ja, guck. Du siehst es jetzt nicht, aber da sind ganz viele Herzchen im Chat. Du kannst glauben, dass wir dich lieben. Kleines, süßes Mäuschen. Schaut sie euch an. Sie ist so ein kleines, braves Mäuschen. Sie sitzt so da und mit ihrem Tablet und spielt so Dinge und sieht süß aus und ist süß und ist süß und sieht süß aus und ist süß einfach. Ist schon schön. Doch, doch. Und dann ist sie auch doll müde. Ich glaube, sie wird Mai fragen, ob sie ihr noch was zu essen geben kann. Wo ist denn Mai? Mai, 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 Mai. Und wir sagen, wir wollen essen. Ja, das glaube ich dir, Sims Girl. Das geht halt auch einfach alles so schnell auf einmal, ne? Das ist so krass. Sie heißt Nova, Annika, also N-O-V-A geschrieben. Und Serena, hallöchen. Und wie viel kommt eigentlich die neue Sims-Ankündigung? Ich mag Keks und Teig am Dienstag um 19 Uhr. Kannst du entweder bei YouTube oder Twitch direkt bei EA reinschauen, also bei The Sims. Oder du schaust bei uns rein, denn wir restreamen den Stream. Also ich werde den Stream parallel mit euch zusammenschauen. Und wir werden es dann auch live feedbacken und kommunizieren und darüber talken. Das wird ganz, ganz toll. Also kannst du gerne am Dienstag um 19 Uhr hier sein und dann schauen wir uns zusammen den Stream an. Funktioniert das? Oh, das ist schon wieder so ein Sims-Ding, ne? Hat sie was zu essen gekriegt? Hä, wieso ist sie denn jetzt dahinter gelaufen, um zu sagen, dass sie Hunger hat? Na, Loge, komme ich ja. Ich freue mich. Es gibt auch am Dienstag eine ganz spannende Verlosung, ihr Lieben. Oh mein Gott. Da gibt es eine ganz spannende Verlosung. Die dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Sag mal, Leute, ist die Selbstständigkeit aus? Vollständig. Wieso machen die denn nichts? Also man muss sie alles selber machen. Komm mal hoch, Blake. Geh mal duschen. Dann hol dir mal bitte einen Snack aus dem Kühli. Und du kannst dir auch einen Snack aus dem Kühli nehmen. Oh, dann ist schon spät, ne? Und dann musst du echt schlafen. Ja, oder Lelama, du packst die neueste Version. Oh nein! Einfach rein und dann fragt er dich, ob du die alten Dateien ersetzen willst. Zum Beispiel beim MC Command Center ist es wichtig, dass du nicht den ganzen Ordner einfach löschst, sondern nur das Update reinlädst, weil da gibt es eine Datei, die speichert deine Einstellungen. Sonst musst du nach jedem MC Command Center Update, wenn du den Ordner komplett löschst und neu anlegst sozusagen, alle Einstellungen nochmal neu treffen und das willst du ja nicht machen. Deswegen mach einfach ersetzen, Dateien im Ziel ersetzen, wenn du die reinziehst, die neuen. Wann wird Nova denn zum Kind? Das entscheiden wir einfach selbst, würde ich sagen. Oh, sie muss halt eigentlich echt aufs Töpfchen, ne? Nicht planschen. Komm mal her, Maus. Geh mal aufs Töpfchen. Du bist ein Independent Baby, du kannst das. Komm. Lass uns mal bitte in Ruhe, Miss. Was macht sie denn jetzt? Mach jetzt auch die Challenge, mach das. Also Just Froggies, wir entscheiden das selbst, wann sie zum Kind wird. Und ich denke mal, das wird so ungefähr, wenn sie... Also sie soll auf jeden Fall Kommunikation maximieren und ich würde sagen Bewegung maximieren. Denken muss sie jetzt nicht so krass gut können, aber Kommunikation und Bewegung. Oder was meint ihr? Passt, oder? Maxi, hallöchen! Wow, die Challenge sieht echt gut aus. Die werde ich auch spielen. Melosch macht das. Sie macht auch wirklich richtig viel Spaß. Dadurch, dass jede Generation komplett... Sie hat es echt geschafft. Ey, crazy. Dadurch, dass jede Generation komplett anders ist wie die Vorgeneration, finde ich die Challenge halt wirklich super abwechslungsreich und echt spannend. Weil die erste Generation mit diesem Landleben, dann der Sohn, der aber oder die Tochter, die gar nichts damit zu tun haben will und in die große Stadt will und da Karriere machen will. Und jetzt wieder eine Generation, die auf Reisen will, weil sie genug davon hat zu sehen, wie ihre Eltern sich Tag für Tag
Tag kaputt arbeiten sozusagen. Also die Challenge ist richtig nice. Ich kann sie euch allen wirklich wärmstens empfehlen. Also Disney Legacy macht auch unglaublich viel Spaß. Aber bei so einer Challenge hier finde ich, da braucht man nicht viel. Und ich habe die Challenge so umgeschrieben, weil die gab es ja schon, also die habe ich ja nicht erfunden. Aber ich habe die Challenge so umgeschrieben, dass die jeder mit Base Game spielen kann. Das heißt, Melosch, wenn du zum Beispiel nur ein Pack hast, mal angenommen, du hast nur das Werde-Berühmt-Pack. Oder, nee, warte mal, wir nehmen ein anderes. Mal angenommen, du hast nur das Farmleben-Pack und Base Game halt. Dann kannst du bei der ersten Generation das Farmleben komplett erkunden und auch die erweiterten Regeln spielen. Und in der zweiten Generation, wenn du dann das Pack dann entsprechend nicht hast, spielst du es einfach in einer anderen Stadt, beziehungsweise mit den Base-Game-Regeln. Und das finde ich halt auch schön, dass man das selbst ein bisschen anpassen kann. Jetzt geht sie schon wieder hier baden. Das ist nicht deine Badewanne, Girl. Du sollst doch hier schlafen. Komm. Ja, genau. Das finde ich halt so schön an dieser Geschichte. Und Sternchen, Hallöchen. Passt gut, finde ich. Okay, dann machen wir das so. Klingt cool? Gut, machen wir. Marlene, habe ich schon Hallo gesagt? Hallo Marlene. Okay, unsere Maus, die schläft jetzt auf jeden Fall noch. Die schlafen alle. Sie muss jetzt auch eine ganze Weile schlafen. Sie ist super müde. Aber gut, das ist auch kein Problem. Wir haben heute Sonntag. Kaori muss arbeiten und Blake muss nicht arbeiten. Wir warten jetzt, bis Kaori befördert wurde. Und wenn sie befördert wurde, gehen wir wieder mit ihr zusammen auf die Arbeit. Weil dann ist sie keine Krankenschwester mehr, sondern befördert. Und das ist ziemlich cool, ne? Vielleicht könnte sie auch ein Instrument spielen, weil ihre Eltern das wollen, dass sie das spielt. Oh, ja, wie wär's mit Geige? Ich hab so Bock auf ein Geigenkind. So ein Geigenwunderkind, Leute. Ein Geigenwunderkind. Wollen wir ein Geigenwunderkind? Und Caro, Hallöchen. Hui, ihr Lieben, ich spiele eine eigene Stammbaum-Challenge. Erste Generation hat mit zwei Frauen angefangen. Die Drillinge bekommen, nein! Zwei Jungs, ein Mädchen, sind schon Teenager und haben ein Kind adoptiert. Oh, wie schön, das hört sich ganz toll an. Aber Drillinge sind natürlich wild, ne? Drillinge sind wild. Also, was wir natürlich auch machen können, weil unsere Tochter wird ja niemals einen Job haben, ne? Theoretisch. Also wir können in die Umweltschützerkarriere, müssen wir aber nicht. Deswegen ist halt die Überlegung, ob sie... Aber ich glaube, sowas wie Geige und so macht halt am meisten Sinn, ne? Weil wir könnten natürlich auch sagen, dass sie den Job, also dass sie Künstlerin wird, ne? Dass sie sehr, aber sehr kreativ und dann viel reisen, passt dann vielleicht auch nicht so gut, oder? Was meint ihr? I'm not so sure. Warte mal, ich muss mal die Kamera noch ein bisschen kleiner machen. Noch ein bisschen groß. Ich weiß nicht. Was sagt ihr denn? Oder Klavier. Klavier wäre auch schön. Ich finde halt, so eine Geige kann sie halt auch immer mitnehmen, ne? Klavier kann sie halt nicht mitnehmen. Das ist dann halt so, ne? Ist halt da. Hat mein Freund jetzt soweit, dass wir zum Sommerurlaub das erste Mal zusammen fliegen. Wahrscheinlich nach Ungarn. Oh, das hört sich toll an, Mrs. Panther. Sehr, sehr schön. Und Miss Redstar, Hallöchen. Und Redstar Gaming, Hallöchen, ihr beiden. Und Becca, jetzt bin ich wieder dabei. Willkommen zurück, Becca. Schön, dass du wieder da bist. Und Miflofu, Hallöchen, wünsche ich dir auch. Klavier oder Malen? Malen, dass sie an so vielen Orten, dass sie so viele Orte sieht. Vielleicht ist das auch spannend. Keyboard kann man mitnehmen. Okay, also ihr Lieben. Vielleicht reist sie dann zu den Landschaften, um zu malen, ja. Also, Klamitro, ich glaube, das ist wirklich interessant. Das ist schon sehr interessant. Vor allen Dingen, na wobei, ihr nächstes Kind, warte, ich zeig's euch mal, weil ihr nächstes Kind, also das Kind von Nova, wird Malerin oder Künstlerin beziehungsweise Schauspielerin, aber soll halt die Malerkarriere nach vorne treiben. Man könnte ja aber auch sagen, das hat sie halt von ihrer Mutter, ne, dass wir sagen, Nova malt halt viel und will deswegen halt an verschiedene, oder Schriftstellerin, ne? Sie könnte natürlich auch Bücher schreiben. Dass sie halt Bücher schreibt. Oh, schwierig. Lisi, Hallöchen. Ich finde Malen nicht schlecht. Da gibt es ja auch das Grafik-Tab. Oh, stimmt, Sascha. Gitarre wäre auch was. Ja, das wäre auch schön eigentlich, Ella. Lass mir sie heute altern. Mal gucken. Mal gucken. Ich weiß es gerade noch gar nicht. Schriftstellerin hatten wir schon öfter. Schriftsteller fände ich auch super. So durch ihre Reisen, dass sie inspirieren dazu. Irgendwie finde ich Malen trotzdem besser. Wie wäre es, wenn wir das mal mit dem Grafiktablet ausprobieren?
Und hallo Lizzie und hallo Mareike. Weil ich könnte mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass sie jedes Mal ihre große Staffelei aus der Hosentasche zieht und dann da ein Bild malt. Aber vielleicht könnten wir das wirklich übers Grafiktablet machen, dass sie Grafikbilder malt. Das habe ich eh noch nie wirklich gemacht. Das könnten wir einfach mal ausprobieren. Oder? Sie kann auch Lieder schreiben. Ja, das würde auch gehen. Also wir könnten ihr, okay, wait, wir geben ihr ein Tablet, weil ihre Eltern sind rich und ihre Eltern geben ihr alles, was sie möchte, also Tablet. Und sie kriegt eine Kamera von ihren Eltern geschenkt zu Weihnachten, damit sie dann die Orte, die sie bereisen wird, auch immer fotografieren kann. Dann machen wir Bilder mit dem Grafiktablet und machen Fotos, weil sie krasse Influencerin wird und Fotos von Reisen macht oder sowas. Okay, vielleicht wird sie jetzt nicht krasse Influencerin, aber sie kann die Fotos ja immer posten dann. Claricia Lüchen! Freelancer-Künstlerin, ja! Genau, Anja. Nur bei Schriftstellerin habe ich ein bisschen die Sorge, weil wir wollen ja auch, dass sie oft umzieht und vielleicht mal hier wohnt, mal da wohnt. Und ich glaube, dann ist es ein bisschen schwierig, wenn sie jedes Mal den Laptop mitschleppen muss, weißt du? Das wäre, glaube ich, am Tablet ein bisschen einfacher. Oder sie wird halt im Allgemeinen eher so ein Outdoor-Girl und lebt von Anbau von Obst und Gemüse. Genau, da können wir mal gucken, weil sie will halt auch viel reisen und ich glaube, dass es schon cool ist, wenn wir dann in Sulani vielleicht auch verschiedene Orte besuchen oder mal in die Berge reisen und so, dass sie ihr ganzes Geld eigentlich immer direkt wieder ausgibt. Wie soll sie eigentlich ihr Geld verdienen? Ja, genau. Durch ihren Mann vielleicht oder ihre Frau und oder durch Gelegenheitsjobs. Das wird sehr spannend, ihr Lieben. Das wird sehr, sehr spannend. Wir gucken mal nach dem Grafiktablet. Vielleicht kriegt sie das dann einfach zum Geburtstag geschenkt. Und Muna, Hallöchen, herzlich willkommen. Sie darf ja keinen Vollzeitjob haben und muss durch Sammeln und Angeln die Familie ernähren. Es steht da drin Angeln. Habe ich das reingeschrieben? Vollzeitjob ist nicht erlaubt. Oh, good point, dankeschön. Ernähre deine Familie, indem du Objekte sammelst oder angeln gehst. Okay, das heißt, sie könnte. Dann könnte sie die Bilder halt nie verkaufen, ne? Das ist ja auch blöd irgendwie. Dann könnte sie die Bilder ja nie verkaufen. Akimikano, Hallöchen. Schön, dass du reinschaust. Oh, was machst du Leckeres? Ah, also doch ein Musikinstrument. Ah, daran habe ich. Ich habe das nicht gelesen. Danke dir. Mist, Leute. Ernähre deine Familie, indem du Objekte sammelst oder angeln gehst. Also doch ein Musikinstrument. Da haben wir so viele Pläne jetzt gemacht, ne? Gucken wir mal. Dann hängst du das Haus voller Bilder, ja? Oder so. Sie kann die Bilder in einer Galerie sammeln. Oh, Anna, das tut mir leid zu hören. Gute, gute Besserung dir. Ich hoffe, du wirst schnell wieder fit. Ja, genau, aber das dürfen wir dann gar nicht, Michelle, laut Regeln. Also, wenn wir jetzt den Regeln folgen, steht halt da, ernähre deine Familie, indem du Objekte sammelst oder angeln gehst, ne? Also, Objekte sammeln ist halt nicht male Bilder und verkauf die. Ne? Objekte sammeln ist halt eher so, sammel die Muscheln in Sulani und verkauf die. Oder verkauf den geangelten Fisch. Deswegen würde das halt nicht so wirklich zählen. Wir könnten ihr aber trotzdem halt eine Leidenschaft geben, ne? Indem sie halt irgendwas toll macht. Dinkelvollkorn und Pfannkuchen. Oh, lecker. Oder wir machen das dann halt erst mit ihrem Kind. Genau, weil ihr Kind muss das Merkmal kreativ besitzen. Passt also richtig, richtig gut, ne? Canova vielleicht lesbisch werden. Ich fände das irgendwie cool. Also wir lassen ihre geschlechtliche Orientierung offen und gucken mal, wie sie sich entwickelt. Geht ja jetzt zum Glück auch einfach durch das Spiel. Wir schauen mal, was für sie so interessant ist. Und Michelle, Hallöchen. Hab den Stream heute mal nicht verpennt. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Und Diane, Hallöchen. Zur Notregeln umschreiben. Ja. Ah, und die Hades, herzlich willkommen, Hallöchen. Das mit der Kamera und dem Fotografieren finde ich gut, oder? Dann geben wir ihr doch recht früh eine Kamera einfach. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man als Kind schon mit Kameras fotografieren kann. Aber dann lassen wir es jetzt erstmal und geben ihr eine Kamera. Genau, dann kann sie nämlich, die Bilder kann sie ja dann einfach selbst sammeln. Archäologie könnte sie doch toll finden. Ja, vielleicht, das finde ich gut.
Das könnte sie sammeln, ja? Das ist eine richtig spannende Sache. Sie darf halt nicht in den Job gehen, Mrs. Reck, aber wir könnten das so machen. Und Silence, Hallöchen. Oh, das ist toll. Das ist doch toll. So, dann schlaft mal schnell aus hier. Was ist denn hier los? Das ist doch eine gute Idee. Sie kriegt eine Kamera und... Also ich denke schon, dass wir sie dann heute auch altern werden. Wir wollen ja ein bisschen vorankommen in der Challenge auch. Oh, ihre Aufmerksamkeit ist ganz unten einfach. Hat unser Hausmädchen jetzt eigentlich geschlafen? Und Nata, Hallöchen! Ich freue mich, dass ihr alle da seid, meine Lieben. So, ihre Mama muss jetzt bald aufstehen und zur Arbeit marschieren. Ich glaube, sie war jetzt die ganze Zeit wach. Mai, hast du geschlafen? Ja, iss doch mal. Kümmere dich doch mal um dich. Naja, sie macht schon irgendwas. Singen fände ich auch richtig toll. Ja, singen finde ich jetzt auch nicht schlecht, aber ich glaube, dass dieses Fotografieren-Thema fast noch besser passt einfach. Oh, guck mal, da ist eine Nova. Hallo, Nova. Du bist in unserem Let's Play. Ja, hab mich gerade gewundert, als ich meinen Namen im Let's Play gehört habe. Ja, ja, du bist hier ein Teil davon. Also ihr seid ja alle ein Teil davon, aber du bist ganz besonders ein Teil davon, weil wir deinen Namen haben. Und Michelle, willkommen. Hast du was Schönes gefunden? Erzähl. So, ihr Lieben. Oh, mir tut irgendwie der Arm weh an der Lehne. Mein Ellenbogen tut mir weh. Ich glaube, das kommt vom Puzzeln. Findest du mit dem Fotografieren auch supi? Ne? Irgendwie schon. Wird sie nicht reiche Erbin, wenn Mom und Dad so erfolgreich waren? Ja, also wenn die irgendwann mal von dannen ziehen und uns was vererben, auf jeden Fall. Und Tammy, sorry, ich habe dich gar nicht gesehen. Und Kathi, dich glaube ich auch nicht. Schön, dass ihr da seid. Also dann auf jeden Fall, dann wird sie schon erben. Es ist halt die Frage, ne? Also, es ist halt die Frage, ob das so funktioniert halt, ne? Aber theoretisch ja. Theoretisch ja. Und Toni Kugel, hallöchen, herzlich willkommen. Dankeschön für deinen Follow. Also theoretisch schon, ne? Ja. Finde das mit dem Fotografieren auch super. Ich glaube, das passt auch einfach sehr gut. So, unser Girl muss jetzt gleich auf die Arbeit. Sie soll bitte ohne uns gehen. Tschüss, Schatz. Ich bin arbeiten. Viel Erfolg heute. Vielleicht wirst du ja befördert. Ja, ich gebe mein Bestes. Tschüss. Oh, Mann. So, und du hast 24 Stunden bis zur Arbeit, Blake. Kann ich dich trotzdem schicken? Wir haben dich immerhin... Leute, das geht bei mir nicht. Aber wir haben ja gesagt, wir lassen ihn so ein bisschen programmieren, ne? Oh, utsch. Universität? Wo war denn das? Programmieren. Ach, er ist angespannt. Ach, Blakey Boy. Was ist denn mit dir? Arbeitsmangel. Ja, du, von mir aus kannst du arbeiten gehen. Dann lassen wir ihn mal was, wir lassen ihm mal was Ehrenamtliches tun, weil er, ich meine, er ist ja Staatsoberhaupt und Politiker. Wandern, um gegen Krankheit anzukämpfen. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Dann macht er mal was für die Menschen sozusagen. Kann man bei Sims 4 erben? Ja. Ja. Nova wird ihre Leidenschaft, die sie nicht als Job ausüben kann, dann eher versuchen, dass ihr Kind in die Leidenschaft zum Beruf macht. Ja, das kann sehr gut sein, Mary. Dass sie dann eben möchte, dass ihr Kind halt eben die Kunst liebt und sowas. Ja. Mehr fürs Kind wie immer. Aber im TK Maxx gibt es halt auch manchmal coole Sachen. Was soll ich da tun? Ja klar, man muss ja aber auch einfach, Michelle. Man muss da auch einfach zuschlagen. Ich muss das doch dann immer mitnehmen. Ja, verstehe ich voll. Ich meine da mal was gelesen zu haben. Wird sie nicht... Ja genau, also man wird, wenn die Eltern sterben, beide, dann kriegt sie das Geld normalerweise, ja. Bei mir haben Sims noch nie geerbt, echt? Sie können ja das Erbe auch ablehnen. Echt? Das wusste ich nicht. Das ist auch lustig. Bei Lunas Let's Play gibt es ja eine Annika. Und immer, wenn ich einen Namen höre, will ich immer Ja sagen. Oh ja, stimmt, die Annika. Und die ist auch so hübsch geworden. Ne? Ich habe sie umgestylt. Habt ihr schon gesehen? Sie ist eine Süßmaus. Sie war vorher schon eine Süßmaus, aber jetzt ist sie noch mehr eine Süßmaus. Soll ich den MC Command Center? Oh, stimmt. Warte mal. Das kann sehr gut sein, dass es über den MC Command Center geht. Das kann natürlich sehr gut sein. Da gibt es nämlich verschiedene Einstellungen, Geldeinstellungen, Erbschaft nach Sim-Art, Ehegatten erben zuerst. Diese Einstellung legt fest, ob nach dem Tod eines Sim das Haushaltsvermögen and Ehepartner der Kinder vererbt wird, an Ehepartner und Kinder vererbt wird. Dies ist abhängig von der Art des verstorbenen Sim.
Grundeinstellung, folgender Wert wird auf die Grundeinstellung. Nur NPCs, nur aktiver Haushalt. Eine Erbschaft erfolgt nur dann, wenn ein aktiver Sim stirbt. Eine Erbschaft erfolgt immer, wenn ein Sim stirbt. War das schon eingestellt? Tatsächlich war es nicht eingestellt. Dann machen wir das doch, oder? Und Sim-Girlie, Hallöchen, schön, dass du da bist. Ich wünsche dir einen schönen Samstag natürlich, weil wir Samstag haben. In Vanilla kann man, glaube ich, nicht erben. Das kann natürlich sein, Anna. Ich bin mir gerade nicht sicher, du. Also ich glaube tatsächlich, dass es dann am MC Command Center liegt. Wahrscheinlich, dann liegt es daran, ihr Lieben. Okay, dann können wir nochmal schauen. Ehegatten erben zuerst, das macht doch absolut Sinn, ne? Voll cool, das kannte ich noch gar nicht. Doch, das ist richtig cool, Thekla. Das würde ich auf jeden Fall, also wenn ihr den MC Command Center drin habt, stellt das gerne ein. Finde ich sehr, sehr cool. Also, und es macht schon Sinn, dass die Ehegatten zuerst erben. So ist es ja im normalen Leben auch. Also es geht ja immer erst an den Ehepartner und dann halt an die Kinder sozusagen. Erlauben Kindern Rechnungen, Kindergeld in Prozent Wertes eines Elternteils, der für jedes Kind in Rechnung gestellt wird, für das Kind Kindergeld zu bezahlen. Das gehört, da gehören der Grundstückswert plus Haushaltsvermögen. Wenn ein Kind nicht bei deinen Eltern, bei beiden Eltern lebt, ermöglicht diese Einstellung das Geld vom aktiven Haushalt abgezogen an den anderen, warte mal, oder an ihn gezahlt wird. Kindesunterhaltszahlungen und Einkommen und Einnahmen erfolgen für Alleinerziehende mit bei ihnen lebenden Kindern nur, wenn sie mit dem anderen Elternteil verheiratet sind. Ey, das finde ich richtig geil. Ich wusste es auch erst durch dein Video über den MC Command Center und ich habe es einfach wieder vergessen. Krass, oder, Pia? Sind deine Mods sicher? Also ich habe nur Mods im Spiel, die mein Spiel nicht kaputt machen, Anna. Also ich achte da schon sehr drauf, was ich mir ins Spiel hole. Wir haben auch extra eine Modliste. Wenn du Ausrufezeichen Sims Mods in den Chat schreibst, da hast du nochmal eine Übersicht über alle Mods, die ich im Game habe. Und demotiviert, Hallöchen. Ich achte da schon immer sehr drauf, dass ich da nichts Gruseliges reinpacke. Oh, Alex. Hallo, Alex. Wie geht es dir? Schön, dich zu sehen. Hallo, Boy. Und Luna, Hallöchen. Boah, Alex, ich muss dir noch was schreiben. Jetzt, wo ich dich lese, fällt es mir wieder ein, ey. Genau, da ist es schon. Clarici, danke schön. Da kannst du einfach mal raufklicken und mal die Mods anschauen. Sandras Mods sind auch Andy-approved. Ja, der Andy, der kümmert sich da immer darum, dass wir die aktuellste Version haben, dass wir keine Kacki-Mods drin haben. Also der checkt das immer sehr, sehr genau, was wir uns da ins Spiel holen. Deswegen, das passt. Das wäre perfekt für eine 100-Baby-Challenge. Oh ja, ey, richtig geil. Nee, okay, dann sagen wir verheiratet, weil ich finde es für unverheiratet, wobei, das ist ja beides, oder? Also für beides, sorry, da kann ja auch Kindesunterhalt sein, wenn wir nicht verheiratet sind. Kindesunterhalt und Einnahmen erfolgen für alleinerziehende überlebenden Eltern, ungeachtet des Ehegrads. Ja, natürlich. Entschuldigung. Vater bleibt Vater, Mutter bleibt Mutter, ne? Wenn wir Angst, dass Mods sich nicht vertragen, deshalb habe ich nicht viele. Das ist auch richtig so, Jenny. Pass da lieber auf und sei ganz vorsichtig. Wenn du halt merkst, so, hey, ich hätte gerne die und die Mod, dann liest dir die Mod ganz genau durch, weil ganz oft schreiben die Mod-Ersteller auch auf ihre Seite, welche Mods sich mit welchen nicht vertragen. Also zum Beispiel Wonderful Whims und Woohoo Wellness, die, glaube ich, die informieren einander über den Modstand und ob die funktionieren oder nicht funktionieren miteinander. Das ist richtig gut. Wie immer beim Frühstücken mit Sandri. Oh, wie schön. How are you? I'm fine. Dankeschön, Alex. Ich hoffe, also ich weiß ja, dass es dir auch gut geht. Es freut mich sehr zu hören. Sehr, sehr schön. Dann lass dir dein Frühstück gut schmecken. Aber wie gesagt, ich muss dir noch was schreiben. Ich mache das mal ganz schnell. Sonst vergesse ich das vielleicht wieder. Und das ist mir sehr wichtig, dass du die Info erhältst. Ich muss es auch noch Becky schreiben. So, gut. Erledigt. So, in meinem Zimmer wird es auch immer heller. Ich habe so einen Spalt, Fenster offen, Leute. So ein Spalt. Und man könnte gerade meinen, ich bestrahle hier meine ganze Bude, ey. Ja, mache ich halt zu. Ist kein Problem. Ich will die Sonne auch gar nicht in meinem Zimmer haben. Hazel, Hallöchen. Und Sangu, Hallöchen. Spielst du halt auch die 100-Baby-Challenge? Und dank dem MC Command Center gibt es sehr viel Kindergeld. Ey, großartig. Großartig. Und Steady, willkommen zurück. Anna, Hallöchen. So, Kuchenbackbegleitung. Oh, lecker. Was machst du denn für einen Kuchen? Yum, yum. So, wie sieht's denn jetzt eigentlich hier aus? Wer bist denn du? Geh bitte. Wir kennen dich nicht. Immer diese Leute, die einfach in unserem Flur stehen, ey. Ich will das nicht. Wisst ihr?
Ich will's nicht. Dann bekommt sie aber auch Unterhalt bei künstlicher Befruchtung. Also nur als Hinweis wegen deiner... Oh nein, die Sally, wirklich? Das ist ja kritisch. Nee, dann muss ich das ändern. Danke dir für den Hinweis, Lisali. Dann machen wir es halt doch bei... Ja, warte. Bin sofort wieder bei euch. So. MC-Einstellungen, Geldeinstellungen. Erbschaft nach Sim-Art. Ja, dann... Erbschaft erfolgt nur dann, wenn ein aktiver Sim stirbt. Nee, warte mal, das war die Erbschaft. Kindergeld in Kindesunterhalt. Oh Mann, ey. Ja, dann machen wir jetzt erstmal nur Verheiratete, okay? Wolltest doch aber eh, dass Patrick stirbt. Er lebt halt noch. Muss ich ihn ja eliminieren. Ist kritisch, oder? Hallo, Caro! Und Manika, die Hallöchen! Da muss ich ihn ja eliminieren. Oh, verstehe. Oh, ich hoffe, du wirst nicht richtig krank. Ich hoffe, dass du schnell wieder fit wirst. Ja, Nicole, ihr habt ja recht. Da muss ich also... Ich schreibe mir da mal schnell was auf meine To-Do-Liste. Da schreibe ich jetzt nicht auf, dass ich Patrick eliminieren muss. Nein! Das würde ich... Das ist ja kritisch. Nee, das passt. Ich lasse das jetzt erstmal so eingestellt. Wir haben jetzt auch gerade kein Let's Play, wo das passt. Alles gut. Alles gut. Nee, alles gut, Leute. Der wird nicht sterben. Ich werde das jetzt erstmal nicht aktivieren. Das passt schon. Opa ist schon wieder zu Besuch und Dad ist auch wieder da. Ich schicke ihn jetzt direkt wieder arbeiten. Das ist so blöd, dass ihn das nicht... Er kann einen Bonus aushandeln und du kannst vielleicht fleißig arbeiten, dass du befördert wirst. Er hat einen 2500 Simoleons Bonus bekommen. Einfach Überflieger, ne? Ich kann ihn trotzdem nicht arbeiten schicken, aber ich kann ihn Sport machen lassen, maybe. Nee, jetzt kann er programmieren, weil jetzt ist er wieder motiviert zu arbeiten. Komm mal hierher, Boy. Setz dich mal dahin und geh mal an das Programmieren und mach mal... So, Motten. Alles klar, ich komm rein und höre nur eliminieren. Rika, Hallöchen, du hast dich verhört. Da hast du ein Fussel im Ohr. Das ist nicht passiert. Passt schon. So, cool. So, Maus, dann iss mal bitte was. Du musst nicht immer... Nee, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht. Die Tür schließe ich jetzt ab. Nee, stopp, Nova. Dir schließe ich die Tür jetzt ab. Das ist so blöd. Sie geht nämlich immer da rein, um ihr Sachendinger zu essen. Maus, isst du das jetzt bitte? Komm, iss es. Mikrowellenpopcorn, lecker, lecker. Blake hat einfach Erziehungslevel 1 jetzt. Nein, was machst denn du? Was ist denn das hier für ein Symbol? Entschuldigung. Schule. Ach so, wegen der Mod, ne? Gibst du jetzt bitte auch was? Lass sie bitte einfach in Frieden. Ja.
Genau, Nova. Hol dir selbst was zu essen. Selbst bist du. Du kannst es einfach. Oh, Helena, das tut mir leid zu hören. Darf sie keine Aufmerksamkeit von ihren Eltern bekommen? Doch schon, aber es ist so, dass ihre Eltern halt wirklich sehr viel arbeiten an laut Regeln und halt wenig Zeit für sie haben. Und oh, oh, wir wurden befördert. Stopp. Und das funktioniert nicht so gut, weil die Sims leider nicht mehr arbeiten, als sie arbeiten. Und ich will aber eigentlich, dass sie nie zu Hause sind so wirklich und dass sie sich selbst um sich kümmern muss. Das würde halt einfach gut zu ihr passen. Ja, so, das ist der Plan. Okay, wir wurden befördert zur Oberkrankenschwester. Kaori verdient jetzt mehr. Die Stunde hat neue Kleider, eine Chirurglampe. Medizinische Laufbänder können für Untersuchungen von Patienten benutzt werden. Okay, weil wir begleiten Kaori zwischendurch auch immer mal wieder auf die Arbeit. Und das nächste Mal werden wir sie jetzt morgen begleiten. Das ist sehr, sehr cool, dass sie jetzt befördert wurde. Und ich würde sagen, dass sie sich jetzt erstmal was zu essen holt. Oder vielleicht geht sie heute Abend zur Feier des Abends mit ihrem Ehegatten aus. Das könnte ich mir auch vorstellen. Und Merula, Hallöchen. Und Katja, hallo. Genau, die Aufmerksamkeit ist bei ihr ganz rot, weil sie sich einfach daran gewöhnt, dass sie halt mehr oder weniger für sich alleine halt ist. Genau. Ja, tatsächlich können sie sich keinen Urlaub nehmen, Rika. Das steht in den Regeln. Urlaub ist verboten, weil sie halt so viel arbeiten. Aber wir werden jetzt heute Abend zum Beispiel mal weggehen und unsere Kleine zu Hause lassen. Okay, wir wollten ihr Fähigkeit noch verbessern. Ich glaube, wir wollten Kommunikation maximieren. Ich weiß nicht, wie sie. Wo hast du das Tablet jetzt wieder hin? Geh mal hier auf deinen Teppich, Maus. Und dann kannst du ein bisschen Kommunikation noch. Nee, das war Denken, ne? Fantasie. Nee, du sollst. Kommunikation. Geschäftsreise ohne Kind. Ich weiß halt nicht, ob wir dann zu Hause bleiben können, ne? Gehen wir zusammen trainieren jetzt? Das wäre ja cool. Wie cool, unser Dad ist einfach zum Trainieren gekommen. Nice. Die Kleine ist total putzig. Ja, oder? Weil sie hat auch ein richtig cooles Zimmer. Sie hat so ein zweistöckiges Zimmer. Bisher haben wir es noch nicht so wirklich gebraucht, weil, ja, hat einfach noch nicht gepasst. Aber jetzt können wir das dann bald machen. Wenn sie im Kinderalter, also schulpflichtig ist, ja, das können wir machen. Dann ist sie, genau, dann können wir mit ihr alleine zu Hause bleiben. Und, wisst ihr, was auch cool ist? Ich habe wieder die Mod drin mit der, also die Education Overhaul, das heißt, wir können auch wieder einstellen, dass wir sie in die Schule anmelden und entsprechend auf so eine Elite-Schule schicken. Und Franzi, hallöchen! Dass sie halt richtig gute Noten schreiben muss, weil ihre Eltern halt sagen, sie muss ganz viel lernen und dass wir sie dann auf eine Elite-Schule schicken. Haben wir sie im letzten oder im vorletzten Part gealtert? Wisst ihr das zufällig noch auswendig? Lea, willkommen zurück! Was ist denn jetzt hier los? Hallo Opa! Na Nova, ist alles gut bei dir? Was machst du denn da Schönes? Rätseln! Lass dich nicht stören durch dieses Gitter, das ist echt ein bisschen blöd gemacht. Was spielst du denn da Schönes? Reden mit Tieren. Das ist ja voll spannend, Mensch Nova. Dein Papa hat auch immer gern mit Tieren geredet. Aber die Brüder, also dein Onkel und deine Tante, schon eher mehr. Die waren immer ein bisschen mehr interessiert am Hof. Im letzten, oder? Im letzten, aber gleich am Anfang. Okay. Ein Internat. Oh, Internat. Da können wir sie halt nicht aktiv spielen, ne? Das fände ich halt irgendwie schade. Ich glaube, da würde ich sie vermissen. So Raubtierfütterung. Euch noch ganz viel Spaß. Lasst euch schmecken und schön, dass du reingeschaut hast. Ja, das wäre natürlich auch. Können wir mal gucken. Okay, vielleicht. Oh, jetzt ist schon so spät. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Naja, ihr könnt ja vielleicht ein bisschen schmusen im Bett. Habt ihr Verhütungsmittel? Du nimmst die Pille, gell? Ja, und sie hat außerdem ihre Periode, also alles kein Problem. Gute Nacht, Nova! Gute Nacht, Mom! Gute Nacht, Dad! Oder so. Sie ist halt ein Baby, ne? Sie ist so, wie man halt Gute Nacht sagt. Gute Nacht, Mai. Wir gehen dann schon mal schlafen. Was? So früh? Es ist doch erst 21.44 Uhr. Ja! Bruder muss los.
Hat eigentlich jemand... Oh, Tonikugel, Hallöchen, herzlich willkommen. Hat eigentlich jemand von euch noch das Problem, dass euer Sim aus dem Nichts andere Sims beleidigt? Ja. Ja, das Problem habe ich auch bei den beiden. Also die streiten zwischendurch. Ich versuche das dann halt immer ein bisschen in eine Situation zu pressen und halt eine Story draus zu machen. Aber ja, ich habe das Problem auch. Ich weiß nicht, was da los ist. Also, irgendwie ist das komisch. Das, genau, wir können Michelle ja trotzdem ein Instrument lernen. Vielleicht dann eher Klavier, weil ich will nicht, dass sie das Klavier dann mitnimmt, weißt du? Dass sie dafür immer das Klavier mit sich rumschleppt. Aber wir können für zu Hause ihr das Klavier gerne geben. Dann steht es halt da und sie muss halt immer Klavierunterricht kriegen, sozusagen. Das können wir schon machen. Aber das werde ich hier so an die Ecke stellen. Oder hier so vor den Kamin. Das wäre vielleicht auch schön. Ja, hä? Ein Flügel. Ja, schön, oder? Es wurde nicht ver... Hä, sie nimmt doch die Pille. Sie nimmt die Pille, Leute. Ist so. Wieso gibt's denn da kein Moodlet von? Und Shannon, Hallöchen. Wir gehen mal zum Arzt und fragen mal, wie fruchtbar wir gerade sind. Anna, hast du mich das nicht eben schon mal gefragt? Ich habe dir doch da eben schon drauf geantwortet. Und Linzessin, Hallöchen. Und Leni, Hallöchen. Nee, Lensi, Hallöchen. Da kommen aber auch immer, dass sie nicht verhütet haben, auch wenn sie die Pille nimmt. Ist nicht so schlimm. Okay, gut. Slowchat ist übrigens noch aus. Danke dir. Ich mach's wieder an. Hm. Weiß gar nicht, ob wir mal 10 Sekunden haben. Ich glaube, es sind 10 Sekunden. Und Aziza Hani Baki, Dankeschön für deinen Follow. Herzlich willkommen, Hallöchen. Dankeschön, Nicole. Oh, wir haben jetzt eine Marotte und zwar Feinschmecker. Das finde ich lustig, weil Blake so ein bisschen ein Promi auch ist. Yeah. So, Mausi. Ja, dich kümmert sich schon wieder keiner, gell? Geh mal schlafen. Okay, das ist gut. Wir haben eine geringe Fruchtbarkeit. Gut. Super. Wir haben eine geringe Fruchtbarkeit. Das ist doch super. Bei mir steht nie, dass sie nicht verhütet haben, wenn sie die Pille nimmt. Ja, aber sie kann ja jetzt nicht schwanger sein. Also wir haben ja... Warte mal, sie war doch beim Arzt und hat sich die Pille genommen. Also, ne? Also... Das haben wir doch im letzten Stream noch gemacht, Leute. Oh, wie schön, Lensi. Vielleicht kaufen wir ihm einfach zusätzlich noch Kondome, hä? Um auf Nummer sicher zu gehen. So, dann gehst du mal zum Store. Gibt's da auch die Pille danach? Ich guck mal. Antibabypille. Hä? Muss sie die nicht sogar im Inventar haben?
Aber wir haben die doch erst gekauft, Leute. Kannst du einen Test machen? Ja, eigentlich müsste sie die Pille jeden Tag nehmen. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Steh mal auf, Girl. So. Und dann werden wir mal gucken. Wo hast du gesagt? Über Relationship and Pregnancy Overhaul. Die Pille danach kaufen. Ja. Okay, dann machen wir das mal. Und danach nimmt sie halt die. Okay, gut. Puh. Aber sie hat eh ihre Periode. Also es wird zu 100% nichts sein. Aber ich will... Wir wollen ja kein Risiko eingehen. Wuhu, Geschwisterkindernummer. Nein, ausnahmsweise mal nicht, ihr Lieben. Ausnahmsweise mal nicht. Nee, eigentlich wahrscheinlich nicht. Busy Lady, aber wir wissen es nicht so ganz genau, weil die beiden hatten den Techtelmechtel und da stand, es wurde kein Kondom verhütet, das kein Kondom benutzt, deswegen sind wir da mal ein bisschen vorsichtig. Also eigentlich, ja, dann ist es schon so eingestellt, Michelle, dass sie sie automatisch nimmt. Genau, Nicole, ich dachte das nämlich auch, dass sie diese automatische hat, aber sie hatte kein Merkmal davon. Deswegen dachte ich, vielleicht hat es irgendwie nicht geklappt, ne? Kaori, alles okay bei dir? Ja, ne? Gut. Okay, können wir jetzt. Wir können jetzt auch keinen Schwangerschaftstest mehr machen. Supi, schlafen! Und Blake geht auch schlafen. Oh, es ist schon spät, ne? Also früh. Hast du gelesen? Hattest du das schon mal wegen Last Exception? Was meinst du? Wann hast du denn was geschrieben? No beam. Sorg. Warte mal, jetzt muss ich nochmal gucken. Oh, Grasha. Warte. Ob ihr jetzt auch schla Kaori, ob du jetzt schlafen möchtest einmal? Los! Ich nebenbei nach dem nach meinem Spiel geschaut, da konnte wohl nicht starten wegen der Last Exception. Hab das gelöscht und es ging wieder. Ja, also ich habe immer wieder Last Exceptions und ich lösche die eigentlich vor jedem Spielstart. Im besten Fall lässt du die halt auslesen und behebst den Fehler, der da mitkommt. Aber die Local Thumbcaches und Last Exception könnt ihr immer vor jedem Spielstart löschen. Ja, genau. Also das sind ja eigentlich, also die Last Exception an sich wird nicht das Problem gewesen sein. Also es wird ein Problem in deinem Spiel sein, das ne, da halt für sorgt, dass es nicht geht. Aber eigentlich solltest du die Last Exceptions am besten auslesen lassen oder selbst auslesen, um zu schauen, was genau zu diesem Problem geführt hat. Weil die sagen, diese Last Exceptions zeigen dir ja nur an, dass du ein Problem in deinem Spiel hast. Hier zum Beispiel. Dass halt irgendwas schiefgegangen ist bei irgendeiner Aktion, die dein Sim gemacht hat zum Beispiel. Und manchmal liegt es zum Beispiel daran, dass du ein Custom-Content-Objekt doppelt im Spiel hast oder sowas. Und wenn du das dann behebst, dann kriegst du auch die Last Exception nicht mehr. Genau. Das arme Kondom wurde nicht verhütet. Hoffentlich ist das Kondom nicht schwanger. Ja. Ja, ärgert mich nur. Ist schon okay. Ist schon okay. Das Bett ist von Studio Car Creation. Godau. Cosima, Hallöchen. So. Okay. Alles gut, alle schlafen. Unsere Tochter geht's auch soweit gut. Ob unsere Haushälterin schlafen gehen möchte. Die ist doch schon den dritten Tag in Folge wach, oder? Liebe Languages und so, ja. Ja, sehr gut, Busy Lady. Ich hoffe, das bleibt so. Ist die Haushälterin schwanger? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Und ich dachte, ich wüsste. Und Anni, Hallöchen. Oh, Nessie. Am besten mal nach Namen googeln. Dann gibt es ganz viele verschiedene. Und Larissa, Hallöchen. Willkommen zurück. Und mir fallen da auch immer nicht so spontan welche ein. Und Lea, Hallöchen. So. Wie läuft's? Der geht auf jeden Fall arbeiten.
Und Melina, hallöchen, war sehr lange nicht mehr hier, umso schöner, dass du wieder da bist. Ja, den hast du geschenkt bekommen, den Sub. Also, ich weiß nicht mehr, ob es Lena war oder ob es Sims Girl war oder, oh Gott, vielleicht war es noch jemand anders, ich weiß es nicht. Es wurden ein paar Subs rausgeballert, die völlig insane waren, Stufe 2 und Stufe 3 Subs und du hast tatsächlich einen Stufe 3 Sub bekommen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit den Emotes, ey. Richtig geil. Michelle kann es auch gewesen sein. Mhm. Hallo Michelle. Oh, da bin ich ein bisschen verschluckt, ey. Michelle, wie geht's dir? Gehen wir jetzt mit ihr arbeiten oder nicht? Ich habe eine Idee. Wir schaffen es nicht. Na gut, wir haben keine Idee. Hast du Kagura selbst erstellt? Nee, diesen Base-Game-Sim und ich habe sie nur ein bisschen umgebaut, wollte ich gerade sagen. Umgestylt. Lucy, hallöchen, ich freue mich. Schön, dass du da bist. Bin kurz da, muss im Auto warten. Was ist da los? Vielleicht können die Eltern ja auch voll strenge Privatlehrer einstellen. Also eine, die wir dem Spiel hinzufügen, die dann zwingt ihr, jeden Tag Klavier zu spielen und Hausaufgaben zu machen. Das könnten wir vielleicht auch mit der Haushälterin machen. Das könnten wir vielleicht auch mit der Haushälterin machen. Oh nein, Phoenix. Scheiße. Hoppala. Schöne Namen, Nessie. Was wird da über mich geredet? Weiß ich nicht. Die anderen waren es. Aber eigentlich will ich den Arbeitstag jetzt nicht mit ihr machen. Naja, gut. Also. Hunger, Hygiene. Hunger und Hygiene. Hunger und Hygiene hat sie schlecht, aber das schaffen wir schon. Sie will einen Abstrich von einem Patienten nehmen. Da ist ein Patient. So. Dann, okay. Wir sind halt auch nur Kinder. Mhm. Boah, war die jetzt sauer, ey. Ach, witzig, Nessie. Das Krankenhaus ist von der Michelle. Thekla oder Michelle, könnt ihr mal die ID raussuchen? Also, Michelle, du weißt sie wahrscheinlich schneller. Also, sie einfach in den Chat schicken. Ich glaube, die Thekla müsste sonst extra nachschauen. Oh, viel Spaß, Linzessin. Mal sehen, wie es wird. Ich drück dir die Daumen, ey. Ja, dann analysier das mal. Wenn sie das gemacht hat, Laufbahntest. Gut, das können wir nicht bei dem Kind machen. Aber das ist schon... Hä, Patientenprobe? Ich wollte gerade sagen, haben wir doch gemacht. Ergebnis der Analyse protokollieren. Nee, bleib mal da, bitte. Musst du das am Computer machen? Oha, guck mal. Ich glaube, Michelle unterstrich... Ach, dankeschön. Michelle Janine 1. Okay, perfekt. Ich weiß gar nicht, ob das im Dokument steht, vielleicht sogar, Thekla. Bei Content. Es kann sein, dass es da sogar drin steht. Ja, genau, Maxi. Die Nicole weiß es auch. Ihr wisst es ja alle. Perfekt. Und wenn nicht, können wir es vielleicht mal reinschreiben, damit es da drin ist. Kimber Darfy. Wir brauchen einen... Ah, hier ist ein erwachsener Sim. Hi, Boy. Good day. Wir möchten bitte einen Laufbahntest machen. Guten Tag. Ich würde Sie einmal gern bitte mit aufs Laufband nehmen. Wir haben da so ein paar Tests, die wir machen können. Die wären wirklich klasse. Wollten Sie da mal mitkommen, bitte? Hallo? Das war eine ärztliche Anordnung.
Wieso geht denn das nicht? Quimbo, Wixen. Oh Mann. Zur Diagnosezwecken Tests durchführen. Aber die stehen doch da echt gut. Enable free build. Probieren wir es jetzt nochmal. Die kommen nicht dran. Ja, aber das macht gar keinen Sinn. Das steht doch echt gut. Komm mal her, Girl. Hier. So. Ja. Ach, sie muss da hinten dran stehen. Okay, wahrscheinlich steht es an der Wand, ne? Ah ja, okay. Ah, die brauchen manchmal den Abstand, ne? Wer hört heute noch auf seinen Arzt? Der hat bestimmt schon alles gegoogelt. Ja, vermutlich, ey. Vermutlich. Einfach Profi-Patient hier wieder mal. Barani. So. Setzen Sie sich bitte wieder hin. Mit aufgenommenem Patient über Allgemeinzustand reden. Können wir mit dem Kind über seinen Allgemeinzustand reden? Über Allgemeinzustand reden. Abstrich bei einem Patienten nehmen. Easy. Ein Patient erfolgreich diagnostizieren und behandeln. Ohren untersuchen. Sternklare Augen. Das ist schon die Diagnose. Ich glaube nicht. Du musst den kleinen Mann noch weiter untersuchen. Der ist krank, ey. Komm schnell zurück. Und, Hanan Pro Gamers, herzlich willkommen und Dankeschön für dein Follow. Schön, dass du da bist. Flirtet der da gerade mit Kaori? Ich habe nicht aufgepasst. Und ihr hast über das Spiel erzählt und wenn man mitmacht, dann 500. Also ich weiß es nicht. Ich habe das nicht gemacht, was sie gesagt hat. Auf jeden Fall ist die Hilfe jetzt halt neu. Aber ich habe das Tutorial halt nicht gemacht, weil ich es ja nicht brauche. Aber dass man da Geld, also Simoleons geschenkt bekommt, hat man mir jetzt auch schon gesagt. Keine Ahnung. Stern, komm, wir geben ihm jetzt mal die Diagnose. Vielleicht passt das ja schon. Ja, wir haben ihn gut behandelt, weil wir krass sind, Leute. Wow. Wir sind einfach Profi-Ärzte. Schalalalala. Wir sind einfach Profi-Ärzte. Schalalalala. Okay, dann gehen wir mal mit dem kleinen Mann hier ins Röntgengerät rein. So, dann komm mal hierher. Du kannst dich einfach hier reinstellen, da wird dir nichts passieren. Sicher? Ja, da wird nichts passieren. Wir machen nur ein Foto von deinem Körper. Ich kann es dir dann auch zeigen, das ist ganz interessant. Da sehen wir alles. Ja, das ist eine Starthilfe. Kommt jeder, der da mitmacht. Ach, nice. Cool. Mhm, jetzt sehe ich ein paar Knochen von dir. Und das alles. Das ist schon sehr interessant, weißt du? Wir arbeiten natürlich länger heute. Ja, da kannst du einfach in der Modliste reinschauen, Maxi. Das ist als Favorite Content nämlich in der Modliste drin. Ich werde dasselbe dann nochmal machen mit der Klinik von Michelle. Die ist aber da noch nicht mit drin. Wenn du Ausrufezeichen Sims Mods schreibst, Maxi, dann kommst du auf den letzten oder vorletzten Reiter. Das ist irgendwie Favorite Content oder sowas. Da ist es mit verlinkt. Ich stelle die Klinik gleich rein. Das wäre super. Einfach in dem Dokument ganz hinten, da wo die anderen, wo zum Beispiel das die Polizeistation auch drin ist. Das ist ganz gut. Ohren eines Patienten untersuchen. Das machen wir jetzt noch. Ohren untersuchen.
Oh ja, alles gut. Ich glaube, du hast eine Ohrenentzündung. Oh, I'm so. Ah. Shunawarba. Wir leuchten einfach durch. Unsichere Diagnose, okay. Dann untersuchen wir mal den Körper noch. Aber bis jetzt sind wir uns noch nicht so ganz sicher, was es sein könnte. Kaori kann versuchen. Kaori besitzt genügend Untersuchung, um eine mögliche Diagnose zu stellen. Klar. Ah, wir haben noch nicht ganz sicher. Wir können mal noch die Temperatur messen, wegen blähender Hitze. Kaori besitzt genügend Untersuchungsdaten, um eine mögliche Diagnose. Immer noch nicht ganz klar. Und dann noch die Augen untersuchen vielleicht. Komm her, Girl. Das müssen wir jetzt noch fertig machen. Ja, sie ist befördert worden jetzt gerade erst zur Oberärztin, zur Oberkrankenschwester, meine ich. Das ist ganz cool. Wir können immer noch keine klare Diagnose machen. Na, dann geh halt pieseln. Girl, wir kommen wieder. Ja. Ja, sie musste jetzt ganz dringend pieseln. Sie hat es nicht mehr ausgehalten. Und sie stinkt auch sehr. Ja, alles gut, Lea. Wir wollen ja auch ein bisschen rumprobieren. Aber das ist gut. Also wir haben unsere Tagesaufgabe auf jeden Fall, Beförderungsaufgabe erfüllt. Ach, da gibt's auch eine Dusche. Geil. Ja, 637 Simoleons. Wuh, wuh. Ah, schön. Sehr, sehr schön. Also wir können natürlich jemanden einstellen, also jemanden in den Haushalt aufnehmen, der sich um sie kümmert und so. Aber ich weiß nicht, ob ich dann Bock habe, jetzt noch ein Sim zu steuern, wisst ihr? Das weiß ich jetzt halt nicht so genau. Jetzt ist sie halt gar nicht müde, weil sie... Ach nee, ist jetzt in die Windel... Ach, girl. Ja, nee, jetzt brauchst du nicht nochmal dahin. Boah, ich müsste jetzt echt mal ganz kurz für kleine Mädels und mir ein Käffchen holen, ihr Lieben. Ich habe richtigen Kaffee-Need. So, dann macht sie Kommunikation mal kurz fertig. Und danach kann sie ein bisschen rumlaufen. Und ich werde in der Zeit kurz für kleine Mädels gehen und... Oh, teure Rechnung. Uiuiui. Ui, ui. Hm. Okay, also ich bin gleich wieder bei euch. Ich gehe mal ganz schnell für kleine Mädels und hol mir mal ein Käffchen, ja? Passt ihr schön auf, dass nichts passiert? Ja, das wäre schon gut, ne? Damit nichts passiert. Ach so. Passt schön auf, dass nichts passiert. Anadiola Shulik. Pinkoba Sheshere. Zagluna Tweebs. Yabasani Fatimoy. Bantra Baragaba. Kasana Oglay. Pershushi. Naboma. Warsa Himo Pershisaka. Topan Rachel. Victor Mazur. Yibzi. Tisha Fushi. Twitter Sivara. Topan Rachel. Fushi. Yibs. Visa. Fushi. Fakamo. Urfa. Urfa Mazur. Zay. Playa Borbehe. Blofa Balafoy. Aragaba. Yemfo. Oma. Sikafoof. Wanafaj Lika. Thank you.
Oh, Ravuda. Oh. Lombek. Warno Oops. Wivachard. Jeffanath Ibanahu. Gnar Pelka. Purple. Turpinar. Purple. Snaby. Sequinario. Wabarani Squamish. Dasiwa Barleen. Bobe. Sequinario. Marby, Pinva, Flurba, Oga, Woo for Dela. Ah, Day Nayrul Gala. Kisana Snaby, Oompafried, Snaby, Sequinario, Dasmikos Perenzi, Funchil Bratsa, Spupam, Goribine Unkim Lamina, Quar, Jalurba Kitsuni. Zimze Kohaven. Oh, Ulak. Yemful Apollochaba. Es ist 23 Uhr. Entschuldigung, Missy. Was macht sie denn da? Tasmini-Kalöchen. Oh, wie wundervoll. Wie geht's dir? Wie ist es? Mäuschen hat Hunger. Die hat richtig Hunger, ne? Sie hat Level 5 erreicht. Wupp, wupp. Pinnwand voll. Okay. Genug gezockt für heute. So, dann gehst du mal... Och, da steht ja genug. Guck mal, deine Mom geht schlafen. Du holst dir was, Nova, und danach gehst du bitte auch schlafen. Alles gut gelaufen? Nova verhungert gerade nur. Ja, okay. Hier ist es richtig traumhaft und wunderschön. Boah, das glaube ich euch, ey. Genießt die gemeinsame Zeit. Das hört sich absolut großartig an. Sehr, sehr schön. Ihr solltet doch aufpassen. Wieso habt ihr Nova nichts zu essen gegeben, frage ich mich. Leute. Ich glaube, wir haben sie schon bezahlt jetzt. Ja, wir haben sie schon bezahlt. Ha, Leute, wie wär's denn, wenn ihr unser Kind gefüttert hättet? Fast wär's schief gegangen. Ich meine ja nur. Einfach mal euch die Schuld gegeben. So, dann geh bitte schlafen, Maus. So ist richtig. Gut. Schön!
Prinzess Pudding, Hallöchen! Vorsichtshalber mal speichern. Boah, das sollten wir halt wirklich mal tun. Das ist schon ein Moment her, dass wir das letzte Mal gespeichert haben, auf jeden Fall. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann, Thekla. Ich mach das nach dem Stream. Das passt. Ich weiß nicht, ob ich das kann, tatsächlich. Kann sein, dass ich das gar nicht kann. Das passt. Ich glaube, wir haben uns auch darauf geeinigt, dass das nur wir drei ändern können. Hast du zufällig einen Screenshot gemacht oder so davon? Weil dann kannst du es mir einfach schicken, dann kann ich das später einfügen. Das eilt ja jetzt nicht. Aber dann haben wir es wenigstens mal drin und müssen dann nicht mehr dran denken. Weil ich werde die Praxis jetzt schon noch öfter zeigen, dann haben wir das erledigt. Das wäre super. Jetzt kochst du jetzt schon wieder was? Ey, Girl, wir haben den ganzen Kühlschrank voll. Ob sie mal schlafen will, statt uns die ganze Zeit mit Essen zu bombardieren. Ja, das wäre schon krass gewesen, wenn sie jetzt abgenommen worden wäre, nur weil ich Kaffee holen gehe, ey. Oh, das wäre kritisch. Aber kein Problem, wir haben ja alles im Griff. Und Kerstin, Hallöchen. Und Nala, hallo. Wir haben ja alles im Griff, das ist ja gar kein Problem. Eigentlich ist mir... Merula, ich kann mich nicht erinnern, wann mir das letzte Mal passiert ist, dass mir ein Kind abgenommen wurde. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Nee. Oh, Michelle, musst du wieder? Michelle, schön, dass du da warst in deiner Pause. Ich hoffe, dass es okay ist, der erste Tag jetzt, wo du wieder angefangen hast. Und vielleicht sehen wir uns ja... Nee, heute Abend bist du noch arbeiten, wenn wir wieder offline sind. Nee, dann lesen wir uns und sehen uns dann vielleicht morgen nochmal in der Pause, ne? Ja. Auf Wiedersehen. Und Momo, Hallöchen, wo geht ihr in die Reise hin? Wäre doch lustiges Gameplay gewesen. Nee. Oh, schön, Anna. Eine gute Geburt für deinen Sim. Nee, das fände ich jetzt nicht so schön, wenn unser... Nee. Oh, wisst ihr, was wir machen? Wir gehen in die Sauna. Frühst nach dem Aufstehen in die Sauna. Ist bestimmt geil. Geht doch in die Sauna. Hä? Was? Ihr solltet in die Sauna gehen! Was ist mit denen? Leute, ich wollte, dass sie in die Sauna gehen. Die machen liebevolle Liebe. Oh, da freue ich mich drauf, Michelle. Leute, die machen liebevolle Liebe, obwohl ich gesagt habe, geht bitte in die Sauna together. Naja, wir gucken lieber unser schlafendes Kind an. Rieke, Hallöchen. Gemütlich hier? Ja, ja, wenn nicht gerade die Sims wieder mal nicht das machen. Vielleicht war das in Codewort. Ach so, das war das Codewort. Das habe ich nicht gewusst. Verdammt. Oh, perfekt, Thekla. Vielen, vielen Dank. Das kann ich dann einfach so hochladen. Sehr cool. Mega nice. Dann mache ich das gleich mal auf ungelesen, weil sonst verpasse ich das wieder. Cool. Die brauchen den Ausgleich. Die arbeiten halt so viel. Mhm. Doch, es wurde verhütet. Schaut, sie hat eine Antibabypille genommen. Und Lisa, Hallöchen. Mann, 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 Mann. Manim, das hat vorhin schon mal jemand geschrieben. Ja, also bei mir machen die das auch miteinander immer. Deswegen werde mir das jetzt nicht auffallen, dass das neu ist. Aber vielleicht ist es wieder ein Bug, ne? Die Nova ist halt einfach so niedlich. Freue mich schon auf ihre Generation. Ich freue mich auch. Das wird eine richtig, richtig coole Generation. Das ist mal so eine ganz andere Generation, ne? Also ich würde sagen, wir maximieren jetzt noch ihre Bewegungsfähigkeit und dann würde ich sie fast auch schon altern lassen, Leute. Weil wir können halt nicht viel machen, solange sie Kleinkind ist mit ihr, ne? Ich würde mich halt super sehr freuen, wenn sie dann zum Kind wird. Wir dann auch mit ihr die Klavierfähigkeit verbessern können und so weiter und so weiter. Maus, wieso läufst du nicht durch die Gegend? Ah, okay. So, Kaori trinkt ihr Käffchen nach der Sauna. Und dann wird sie wahrscheinlich jetzt auch gleich arbeiten müssen in 3 Stunden. Du kannst dich nochmal zu Blake setzen in die Sauna. Blake muss gleich zur Arbeit. Oh, der hat so einen tollen Körper, ne? Von jetzt auf gleich beleidigen. Echt jetzt? Ach, krass. Oh, nee, bestimmt wieder ein neuer Bug, der mit dem Patch vielleicht kam.
Aber das bringt dir keinen Zusatzmerkmal, wenn Bewegung jetzt maximiert wird. Nö, aber das ist für uns so die Regel, dass, aber wieso nicht? Ich dachte, es gibt alles ein Bonus-Ding. Aber das macht nichts, weil das würde ja wenigstens trotzdem bedeuten, dass es halt, also dann haben wir es halt trotzdem geschafft, wisst ihr? Und das wäre halt schön. Ist sie ein Senior? Wer jetzt? Kerstin? Wer ist ein Senior? Unsere Haushälterin? Die ist ein Senior, soweit ich weiß, ja. Wie heißt die Mama von Nova? Das ist Kaori. Alles auf 3 oder alles auf 5 gibt ein Bonusmerkmal. Ach, alles. Ach so. Das heißt, wir müssten Denken und Töpfchen auch noch auf... Ah, okay, verstehe. Warte mal. Dann machen wir doch lieber noch ein bisschen Denken. Dass sie Denken wenigstens auf 3 ist, wisst ihr? Die andere. Also ich weiß jetzt nicht, meinst, wenn du die Haushälterin meinst, die Mai, die ist eine Seniorin, ja. Entweder alles 3 oder alles 5. Wollen wir dann... Ah, das passt halt einfach schon gut zu ihr, wenn alles auf 5 ist, ne? So, die Eltern sind arbeiten und wir arbeiten an unserem Viech. Was wir natürlich machen könnten... Wir könnten sie in der Vorschule einschreiben und sie jetzt in die Vorschule schicken. Da lernt sie nämlich auch die Fähigkeiten recht schnell. Und es würde ja auch eigentlich ganz gut passen, dass sie in der Vorschule halt ist, ne? Ihr meint, dass die, dass sie so wütend läuft? Also läuft sie echt die ganze Zeit wütend? Mir ist das gar nicht aufgefallen. Soll ich mal gucken? Wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ja, als Kind kann man dann gleich viel mehr machen und sie merkt dann, glaube ich, auch langsam, wie gerne sie die Welt sehen will. Ja, das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. Hm? Die Mama, nee, die ist junge Erwachsene, genau. Wieso denkst du, dass sie eine Seniorin ist? Sie sieht gar nicht aus wie eine Seniorin. Sie ist eine junge Erwachsene noch. Genau, sie hat halt diese grau-blauen Haare. Mhm. Echt, Lena? Ich weiß gar nicht, ob ich die spiele. Aber guck mal, damit geht's auch recht schnell hoch, ne? Eigentlich. Jetzt rennt die Lady hier halt durch die Gegend, ne? Hm. Können wir halt nicht richtig spulen. Echt? Okay, da muss ich mir das mal angucken, wegen dem wütend Laufen. Ich habe es nicht mitbekommen. Dieses Xylophon und das Autodings kreativ. Okay, warte mal, dann schaue ich nochmal bei diesem Xylophon nach. Hier ist das Autodings. Ich glaube, ich habe das gar nicht. Oder vielleicht ist es beim Bärchen mit dabei? Basketballkorb. Hm. Und Elli, hallöchen! Oh, Grace ist ein schöner Name. Macht es ganz viel Spaß, Lensi. Ich glaube, ich habe das nicht, Lena. Schaukelpferd habe ich noch. Aber vielleicht habe ich auch was vergessen runterzuladen. Fantasiefähigkeit und Kommunikation. Ist ja auch geil. Gucke ich nochmal hier. Hm.
Nee, hier scheint es nicht dabei zu sein. Und das hier ist ja dann Kinder direkt wieder, ne? Spieltunnel für Kleinkinder? Nee. Vielleicht habe ich nicht alles. Das kann sehr gut sein. Nee, ich hab, die Ace hat mir da ein bisschen was geschickt, weil ich, hat sie das jetzt einfach aufgeräumt? Ich sag mal, hallo? Entschuldigung, das war mein Spielzeug. Lässt du mein Spielzeug bitte draußen? Ich möchte dann damit spielen. Wenn ich wieder zu Hause bin. Da wird sie halt wenigstens auch gut versorgt, ne, in der Kita, Leute. Da wird sie halt gut versorgt, unsere kleine Mausi. Hab gestern den Luna-Part geschaut und dass sie bald zur Seniorin wird, es fühlt sich an, als würde sie erst geboren wurde. Ja, aber wir sind halt echt schon so weit jetzt, ne? Wir sind halt echt schon so weit mit den Parts, Mia, dass wir langsam müssen. Schon krass, ich weiß, ey. AC, Hallöchen! Habt ihr meinen Namen gehört? Ja, ich habe nur gesagt, dass du mir ja einiges von Panda-Sama dann geschickt hattest. Deswegen, weil Lena meint, es gibt wohl noch so ein Xylophon oder sowas, so ein Xylo-Dingsbums, dass man da besser leveln kann mit. Und ich habe das aber nicht. Deswegen, ich habe gerade geschaut, vielleicht haben wir das einfach nicht, ne? Punkt. Habe ich einfach nicht. Das habe ich einfach nicht. Ist ja nicht schlimm. So, meinst du? Aber habe ich halt nicht. So. Ach, schön. Ja, das Kinderbett ist auch toll von Panda-Sama. Jetzt ist unsere Haushälterin hier bei uns in der Wanne. Und Strawberry Red, Hallöchen. Herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust. Und Anni, hallo. Luna ist so toll. Ich liebe, dass sie eine Single-Mom ist. Ja, und ich finde das auch einfach mal toll. Ich finde es auch einfach mal toll, das zu spielen. Es macht richtig Spaß. Ich glaube, ein Teil kam später dazu. Den habe ich mir nicht runtergeladen. Sonst findet man das aber sicher auch schnell unter Panda-Sama. Ich glaube, ich schaue da jetzt auch direkt mal. Während wir auf unsere Tochter warten. Wartet doch mal kurz. Vielleicht laden wir uns das direkt runter. Childbirth? Was ist das hier? Oh nein. Muss ich die dafür zappen? Jetzt kann ich jetzt mal. Jetzt räumt sie das Telefon schon wieder weg, Leute. Nee, da muss ich dann nochmal reingucken. Okay. Kauri soll auf jeden Fall noch arbeiten. Das gibt's auf TSR. Ja, ich guck dann da einfach nochmal. Das passt. So, zeig mal. Okay, Bewegung fast auf 4. Denken auf 2. Ja, ich glaube, wir kriegen das jetzt am schnellsten mit dem Ding hoch, ne? So, Kaori, du gehst erstmal was essen. Geh erstmal deinen Mann begrüßen. Oh, nie ein Heiratsantrag. So weit sind wir noch nicht. Strawberry, geht's dir gut? So, warte mal, muss ich mal das hier wieder aufmachen. Wo ist denn das? Ich hab schon wieder alles verstellt, ey. Ah, hier. Und hier. Und Rilakkuma, hallöchen. Herzlich willkommen auch an dich. Schön, dass du auch reinschaust. Ich hoffe, dir geht's gut. Was ist TSR? The Sims Resource, Jenny. Da kann man sich Custom Content runterladen. So, die beiden essen jetzt. Er guckt kurz nach seiner Tochter, denkt sich so, oh ja, die spielt halt irgendein Spiel und setzt sich jetzt zu Kaori und isst dann auch noch was. Mhm. Nee, noch nicht, Anni. Also, wir werden keine weiteren Kinder bekommen. Ich meinte, ich weiß gar nicht, was ich gerade gesagt habe. Nee, also, tun wir nicht. Aber ich weiß nicht, was ich da im Zusammenhang gerade gesagt habe. Sie baut jetzt Fantasie auf, dann muss sie auf jeden Fall auch noch Denken aufbauen. Ja, genau, Becker, so ungefähr. Also ich denke mal, dass wir so bis 12 oder 13 Uhr schminken und dann starten wir Sims. So in dem Dreh ungefähr.
Wir machen uns wieder keinen Stress. Ach, wir haben gewartet, dass sie aus der Arbeit kommt. Stimmt. Mhm. Wieso kann sie denn jetzt schon wieder einen Schwangerschaftstest machen? Achso, sie muss gar nicht auf Toilette. Dann lasse ich die beiden wieder ein bisschen Sport machen. So, Blake, du machst auch ein bisschen Sport. Und wir gucken einfach unserer Tochter weiter beim Spielen zu. Okay, Level 3. Der Sitz ist so toll, wo das Mädchen drin sitzt. Gell? Das sieht auch richtig schön aus, finde ich, wie sie da drin sitzt. Isa, hallöchen. Und Annika, das freut mich zu hören. Sehr schön. Wegen dem Duschtechtelmechtel. Oh, stimmt. Bei mir auf Arbeit läuft es so gut, Schatz. Ja? Ja, ich bin ja jetzt Oberkrankenschwester. Ich habe so viel zu tun, weißt du? Es ist so ein toller Job. Ich liebe es, den Menschen zu helfen. Ja, das hört sich echt cool an, Kaori. Ja, und naja. Vielleicht werde ich bald Ärztin. Stell dir vor, ich werde Ärztin. Du bist Leiter der gesamten Stadt und ich einfach Ärztin. Was wir alles Tolles bewirken können. Und er so, ja, das hört sich echt cool an. Ich freue mich voll für dich, Kaori. Ich finde, du machst da einen tollen Job. Und ich freue mich auch, dass du so karriereorientiert bist wie ich. Weil, ich meine, deswegen passen wir doch auch so gut zusammen, oder? Ja, das stimmt. Das stimmt, da hast du recht. Ich finde auch, du siehst sehr sexy aus auf diesem Laufband. Ach, Blake, hör doch auf. Ja. Sina, hallöchen. Und Sarah, hallo. Schön, dass ihr da seid. So, die beiden trainieren jetzt noch eine Runde. Sie denkt schon wieder an Techtelmechtel. Wollen wir noch einen Film schauen, Blake? Ja, können wir gerne machen. Such doch schon mal was raus. Ich wünschte, ich wäre so begeistert von Sport. Ja, same, einfach gar nicht, ne? Mach das, Manikati. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Oh, Knofje. Krass, ne? Ja, das war ziemlich, ziemlich, ziemlich krass, ey. Ja. Ein Kilo Brot, meinst du, gell? Ja, das war sehr, sehr teuer alles. Ich meine, die hatten ja dann auch irgendwann, ging das ja so weit, dass es irgendwie, du hast ja 1 Million bezahlt für ein Brot oder sowas. Das ging ja richtig krass nach oben. Oh, Anna, das glaube ich, ja, das glaube ich. Jetzt sind wir ja erstmal gespannt, was in 3 Tagen... bei dem Livestream rauskommt, ne? Und dann können wir, glaube ich, unsere Hoffnungen auch entsprechend ein bisschen anpassen. Einfach 21 Monate in Sanedra Liebe muss ein bisschen für eine französische Arbeit lernen. Doch mit deinem Stream ist's viel schöner. Simfinite Kozi in Sanedra Schleife einen tollen Tag und auf viele weitere Monate kleiner als 3. Eva, danke schön für deinen Resub im 21. Monat. Vielen, 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 vielen Dank dir für deinen Support. Ich freue mich riesig über 21 lange Monate. Dankeschön dafür. Absolut verrückt, wie lang das schon ist. Vielen, vielen Dank dir für 21. Und schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Lernen, dass du dir schnell alles merken kannst. Oh Mann. Und Clara, viel Spaß im Sims-Spielen. Tu es. Okay, ihr geht mal bitte schlafen. Es ist super spät. Ihr müsst morgen beide wieder arbeiten. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja. Gute Nacht, Schatz, ne? Nacht, Daddy. So. Okay. Ja, die haben mir gute Nacht gesagt, wenigstens, ne? Okay, unsere Haushälterin schläft auch. Sehr gut. Ist halt schade, dass wir nicht vor die Tür können, ne? Und einen Ausflug machen können. Ist halt voll langweilig. Wenn sie dann erstmal Kind ist, dann können wir so coole Sachen mit ihr machen. Was wir halt nicht machen können, ist von zu Hause so richtig abhauen, weil wir ja kein Fenster haben, wo wir rausklettern können. Das wäre halt auch cool gewesen bei ihr, ne? Bauen mit Custom Content, denn ich hab so viel davon. Oh. Wie süß, schaut mal. Der kleine Schatz, die kleine Schatzvorschule ist jetzt für den Tag geöffnet. Wird Nova heute teilnehmen? Ja, sicher.
Ab geht's, Nova. Und Stefanel, hallöchen, herzlich willkommen. Wieso ignorieren die Eltern sie so? Also sie ignorieren sie jetzt nicht krass. Die sind halt beide sehr viel berufstätig eingebunden. Und wir spielen eine unterschiedliche Stammbaum-Challenge. Und da ist es halt so, dass jede Generation komplett das Gegenteil von der Vorgeneration ist. Und ihre Eltern sind halt beide extrem karriereorientiert. Und ich meine, er ist Staatsoberhaupt von der Stadt. Und sie möchte Ärztin werden. Und dadurch, dass beide sehr ehrgeizig sind und sehr viel arbeiten, haben sie nicht so viel Zeit für ihr Kind, wollen aber, dass ihr Kind halt sehr gut ist in allem, was es tut. Also auch sehr, sehr gut in der Schule, sehr gut im Kindergarten jetzt eben. Und unsere Nova, die wird sich dann entsprechend, weil ihre Eltern halt immer so viel gearbeitet haben und sich so wenig um sie gekümmert haben, in die Richtung entwickeln, dass sie halt ganz früh anfängt zu reisen. Also sie will dann die Welt entdecken und viel unterwegs sein, die wird oft umziehen, oft verschiedene Städte kennenlernen und das ist dann praktisch ihr Bestreben und ihre Generation, die wird dann komplett anders sein als die jetzt hier zum Beispiel. Sie wird auch nie einen Vollzeitjob haben, sondern sich immer durch Sammeln und durchs Verkaufen kleinerer Dinge über Wasser halten und genau, also das ist praktisch jede Generation das komplette Gegenteil. Die Vorgeneration zum Beispiel war sehr liebevoll zu ihren Kindern, also Blake ist in einem sehr, sehr liebevollen Umfeld groß geworden, aber Nova hat eben so, dass ihre Eltern ihr zwar alles geben, was sie braucht, also ganz viel Geld und ganz viel Geld, aber die Liebe halt, also sie lieben ihre Tochter schon, das zeigen sie ihr auch irgendwie, aber sie kümmern sich halt nicht gut. Deswegen haben wir eine Haushälterin, die sich eigentlich um unsere Tochter kümmert, die ihr Essen gibt und alles und jetzt ist sie zum Beispiel auch gerade in der Vorschule, wo sie einiges lernt. Genau. Ja, so ist es. Also ich und also wir in der Community lieben Nova sehr. Aber die Eltern haben halt nicht so viel Zeit für sie, leider. Genau. Das ist die Geschichte. Und Jacqueline, danke schön für deinen Follow. Herzlich willkommen. Ich hoffe, dir geht's gut. Das ist so die Story dahinter. Genau. Aber wir lieben sie, wie gesagt. Das ist wichtig. Ja, weiß nicht, ob es das mir wert ist, Becker, dass wir jetzt deswegen eine Villa kaufen, nur damit sie aus dem Fenster klettern kann, ne? Weiß halt nicht, ob wir das dann brauchen. Da können wir es vielleicht auch einfach anders spielen. Und Lulu, hallöchen. Macht es, Lea. Okay, wenn ihr dann hier mal fertig planschen seid, du gehst jetzt in 37 Minuten zur Arbeit. Und, oh, der hat schon wieder frei. Ah. Blake. Jawohl. Ich finde es echt blöd, dass man den nicht, dass es nicht funktioniert, dass er zur Arbeit gehen kann, ne? Dann lassen wir ihn halt wieder ehrenamtlich tätig werden. In der Wanderküche da. Der geht wieder wandern. So. Wir lassen beide wieder hart arbeiten. Ein Herz für Nova. Ja! Weil genau, wir lieben sie halt sehr, ne? Wir lieben sie ganz, ganz doll. Unsere Tochter. Ja, war nur so ein Gedanke, weil er als Politiker vielleicht etwas herumprotzen will. Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Ich finde den Gedanken auch absolut in Ordnung und gar nicht schlecht, aber ich glaube, jo, weißt du, kaum sind die bezahlt, also die Leute, die bezahlen aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf der Theke, ihr wisst schon. Genau, ich glaube, dass es aber trotzdem passt, so von der Story, wenn wir das jetzt so lassen. Ihre Eltern würden es nicht mal bemerken, wenn sie eine Stunde weg ist. Sind ja am Arbeiten. Genau, Knopf hier. Das glaube ich nämlich auch. Sie das gar nicht so richtig bemerken würden. Na? Na, so schnell baut sie die Fähigkeiten jetzt leider auch nicht auf. Naja. So, Blake hat einen guten Eindruck in der Ehrenküche gemacht. Er geht direkt wieder hin, aber jetzt geht er... Strandreinigung. Das ist super. Da kann er sich einen guten Namen machen. Und Kaori arbeitet auch hart. Weiß aber nicht, ob es reicht für eine Beförderung. Wenn Blake nochmal einen neuen Job annimmt, muss er auch wieder mehr arbeiten. Meint ihr, wir sollten das machen? Eigentlich nicht, oder? Wir verdienen ja jetzt richtig Kohle und die Rechnungen sind auch sehr hoch. Ich glaube, das können wir uns nicht leisten. Oh, macht es, Area. Ganz viel Spaß. Und Linsims-Fan, hallöchen. Wie geht es dir? Wie geht's gut? Danke. Ja, das ist doch super. Nova ist zurück von der Vorschule. Perfekt, Girl. Hast du eine Kaki-Windel? Du hast eine Kaki-Windel. Ich sehe das doch. Oh.
Okay, dann kommen wir hierher und üben mal noch ein bisschen. Was meint ihr? Sollen wir Level 5 oder Level 3 erreichen? Level 5 oder Level 3? Reicht uns das Bonusmerkmal Level 3? Oder meint ihr, es muss Level 5 sein? Level 3, Level 5, 5, Level 3, 5, 3. Okay, wir sind uns alle unsicher. Level 3 reicht. Level 3 würde ich sagen. 3, Level 3, 3. Damsi! Oh, schön, dich zu sehen. Hallo! Und mehr... Oh, Hallöchen, Male! Apfelkuchen, lecker. Lass es dir gut schmecken. Level 5 passt besser zu ihr. Level 4. Level 3, Level 3, Level 3, Level 5, Level 3. Hm, wir sind uns alle sehr unsicher, ne? Macht es, Kerstin. Und Lisa, dankeschön für deinen Follow. Herzlich willkommen. Ich glaube nicht, dass die Eltern sich mit 3 zufrieden geben. Und Teslames, Hallöchen, herzlich willkommen. Hallo, ich würde sagen Level 3, halt als Unterschied zu den Eltern. Ja, vielleicht ist es gut, weil ihre Eltern verlangen ja von ihr, dass sie richtig krass ist und richtig, richtig gut. Und vielleicht, also es geht ja wirklich nur ums Bonusmerkmal jetzt, dass wir halt das Bonusmerkmal, wir bekommen ein Bonusmerkmal bei Level 3 und bei Level 5. Und vielleicht könnten wir, genau, vielleicht könnten wir einfach sagen, dass wir es so machen, dass sie Level 3 macht und halt wirklich richtig hart daran gearbeitet hat und ihre Eltern dann halt sagen so, oh Mensch, wieso warst du denn nicht besser? Das hätte doch besser gehen können und ne, du hättest dich mehr anstrengen müssen und dann eben noch ein bisschen strenger mit ihr werden, dass sie halt eben auch Klavier spielen muss und sowas. Und weil dann können wir auch viel mehr beeinflussen mit den Schulnoten. Dann können wir sie nämlich auch auf diese Elite-Schule schicken. Ich glaube, das machen wir. Ich gehe sie jetzt nochmal aufs Töpfchen schicken, damit sie die Fähigkeit auch auf Stufe 3 kriegt. Das ist eine richtig gute Idee. Und dann machen wir das so. Lisa, herzlich willkommen. Hallöchen. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, dir geht's gut. Das klingt gut, oder? Dann lassen wir sie noch die Töpfchenfähigkeit maximieren. You can do it. You can... Ey! Kaori wurde schon wieder befördert. Oha, Leute, sie wurde schon wieder befördert, weil sie einfach eine Überfliegerin ist. Was sollen wir denn tun? Sie ist einfach krass. Sie ist jetzt Medizintechnikerin. Wow, Girl, du bist einfach ein Überflieger. Sie hat jetzt so eine Techniker-Krass-Brille auf. Ja, finde ich super. Wir müssen mal dann wieder mitgehen zur... in so einem Job. Come on, Girl. You can do it. Ja, oh. Noch einmal ganz kurz draufsetzen. Ja, wupp, wupp. Haben wir, ihr Lieben, haben wir. Okay, dann würde ich sagen, werden ihre Eltern, wir feiern einen Geburtstag, würde ich sagen. Aber wir werden ihr halt sagen, so von wegen, hey, ne, wäre doch gut, wenn du da jetzt besser gewesen wärst und so. Hättest du dich nicht ein bisschen anstrengen können. Aber wir werden trotzdem einen Geburtstag feiern, weil wir werden ihn nicht vergessen. Weil, wie gesagt, die beiden lieben ihre Tochter ja so oder so. Ne? Sie lieben sie ja, aber sie erziehen sie halt relativ streng. Und trotzdem wollen sie natürlich, dass die Tochter auch den Geburtstag mit der Familie feiert, also Nova. Und eben entsprechend einen protzigen Geburtstag. Ich überlege nur gerade. Geht denn schon wieder? Gesellschaftliches Ereignis. Aber was ist, wenn Nova unbedingt Level 5 haben will, weil sie ihre Eltern stolz machen will? Also ich meine, sie arbeitet ja so hart schon an diesen Bedürfnissen, ne? Sie hat es ja theoretisch schon fast geschafft. Und ich finde es ehrlich gesagt okay, wenn ihr das Denken vielleicht, also wenn sie ein bisschen Schwierigkeiten hat beim Denken und das, also sie soll jetzt nicht dumm sein oder so, ne? Das sollte jetzt nicht denken, aber dass ihr das vielleicht gar nicht mal so einfach fällt und sie, sich halt in der Schule auch entsprechend anstrengen muss. Wisst ihr? Und sie selbst ist ja kein Sim, der jetzt Wert darauf legt, Karriere zu machen. Blake war ja von Kleinkind an total ehrgeizig gewesen und wollte alles unbedingt schaffen. Und ich finde es eigentlich okay, dass wir sagen, sie schafft halt den ersten Step, also die 3 statt die 5, wisst ihr? Also ich finde es wirklich nicht schlecht. Lasst uns das durchziehen. Sie hat ja dann die Hälfte sozusagen erreicht und das hat sie dann auch wirklich gut gemacht. Oh, krass, Lisa. Okay, okay, alles klar. Dann willkommen zurück, auf jeden Fall. Mm.
Haushalt. Ach Mann, nie finde ich das. Ich muss mich echt immer noch ans Telefon gewöhnen. So. Mach das, Anna! Vielleicht ist sie dadurch als Kind umso mehr daran, perfekt zu sein, ja. Das finde ich gut. Ich denke, das passt, Lea. Wir können ja jetzt erstmal die Party planen, dann können wir hier immer noch ein bisschen laufen. Wir machen eine Geburtstagsparty als Prestige-Event natürlich. Nova ist der Geburtstagssim. Gäste, da müssen wir jetzt mal schauen. Wir haben nämlich, sie hat ja keine Freunde bisher. Er hat natürlich viele Freunde. Ist halt die Frage, wen wir jetzt alles einladen wollen. Also auf jeden Fall Ravi. Charlie, nee, warte mal, Charlie nicht. Savannah, Nolan, also die Cousins und die Cousinen. River können wir nicht einladen. Er kennt so viele Menschen. Oh, jetzt hätte ich fast die Mom vergessen. Ja gut, Mai wird halt dabei sein, ne? Vero, hallöchen. Macht es, Lilly. Oh, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Shoppen. Ganz, ganz viel Spaß. Bis morgen. Und viel Spaß im Kino. Oh, wie schön. Bis morgen. Mach's gut. Schön, dass du da warst, Girl. Nee, passt. Gut, die sind ja sowieso eingeladen. Machen wir eine schöne Party. Wir werden natürlich einen Caterer einstellen, ist klar. Einen Mixer werden wir natürlich auch einstellen. Und einen Entertainer auch, der dann vielleicht Klavier spielt. Wir laden River als Entertainerin ein. Oh ja, die kann doch so toll singen auch. Das ist toll. Saskia, hallöchen. Mir geht's gut, Vero. Dankeschön. Ich hoffe, dir auch. Ja, und wir feiern ja zu Hause. Ja. So, dann lassen wir sie gerne noch ein bisschen rumlaufen. Oh, schaut mal, sie hat sich ihr süßes Outfit angezogen, weil sie so eine Süße ist. Sie ist so eine Süße. Warte mal, baust du nicht bei dem Ding auch Bewegungsfähigkeit auf, wenn mich nicht alles täuscht? Ja, dann kannst du vielleicht noch ein bisschen spielen, während wir schon mal die Gäste begrüßen. Oh, da ist sie schon. Kannst du bitte eine Gruppenmahlzeit zubereiten, Mai? Mhm. Partyessen kochen. Mai, kannst du bitte Essen machen für die Gäste? Die sind jetzt alle da. Und jetzt ist der Bruder von Blake hier und sagt so, hey, Mensch, cool, du hast ein eigenes Fitnessstudio im Haus? Das ist ja geil. Richtig, richtig cool. Und Blake sagt, ja, weißt du, klar, ich meine, brauche ich ja auch. Und oh, Savannah, du bist ja auch da, hi. Und Savannah sagt so, hi. ja. Ist Nolan auch gekommen? Ja, der müsste auch da sein. Da ist er. Unser kleiner rebellischer Bruder. Sie hat auf jeden Fall Spaß. Nee, komm, mach noch mal ein bisschen Ball spielen, während wir hier, Sag mal, Kaori, reicht's nicht bald mal? Raus da. Wir wollen jetzt mit den Gästen und so. Gibt's jetzt lecker Essen? Macht die Caterin auch was zu essen? Kuchen essen. Ah, da ist der Kuchen. Ja! Ich kann keine Geburtstagskerzen hinzufügen. Wow. Wow, 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 wow. River hat keine Haare. Die hat, einfach keine Haare. Sie hatte noch nie Haare. Also, sie hatte noch nie Haare, Leute. Also, ich finde, steht ihr aber auch sehr gut. Sie hat einen sehr schönen Nicht-Haare-Kopf. Ja. Nein! Sag mal! Ich glaube, ich spinne! Ich wollte gerade die Kerzen drauf machen! Ich wollte doch gerade da die Kerzen drauf machen, Leute. So, warte, sie hat's jetzt. Dann haben wir Level 5. Ja. Tada! So, dann hat sie sich gut bemüht.
Willkommen zurück, Anna. Zu den Geburtstagskuchen darf man nicht aus den Augen lassen. Ist halt echt so, ne? Schau mal, Schatz, wie toll River das macht. Irgendwann, wenn du groß bist, wirst du auch Klavier spielen, ja? Dann bringe ich dir das bei und dann wirst du ganz viel Klavierunterricht haben. Das wird das sein, was du tun wirst, Nova. Und Nova denkt sich so, oh ja, Papa gefällt das. Ich muss das auch können. Ich muss ihn beeindrucken. Und Denise, Hallöchen. Und Sarah, hallo. Genau, das wird auf jeden Fall was sein, was sie jetzt dann bald lernen wird. Und Witze erzählen, ja gut, das kann ja Blake machen, ne? Blake, du gehst jetzt nicht ins Fitnessstudio. Ah, er wollte auf Toilette. Naja, gut. Wir werden jetzt Witze erzählen, leere Versprechungen machen, lustig Witz erzählen. Dann Kuchen essen. Ja, holt euch alle ein Stück Kuchen, ne? Hat ja eh schon jeder angeschnitten, in unseren tollen Geburtstagskuchen. Ja, wir haben gesagt, Isa, dass es Klavier sein soll. Dass sie Klavierfähigkeit aufbauen soll. Deswegen haben wir schon das Klavier dahingestellt jetzt. Aber sie sollte eine Kamera zum Geburtstag geschenkt bekommen, gell? Das haben wir gesagt. Fühlt sich so an, als wäre das ein Haushalt, wo sie ihre Eltern auch mit Vornamen anspricht und nicht Mama und Papa. Ja, könnte sein. Also ich weiß noch nicht, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt, aber ja, das könnte halt echt sein, ne? Celine River hatte von Anfang an keine Haare. Also soweit ich das weiß, hatte sie immer schon keine Haare. Wir haben es auch einfach so gelassen, weil dir das auch gut gestanden hat. Sollen wir ihr so eine Digicam schenken oder so eine? Bis 15 Uhr, Anni. Und danach raiden wir direkt zum Enfi und da spielen wir zusammen We Were Here. Richtig geil heute. Richtig geil. Nee, leider nicht, Becker. Leider nicht. Mir passiert das zu oft, deswegen weiß ich das ganz genau. Was sollen wir denn für eine Kamera schenken? Vielleicht erstmal eine ganz normale und später wird sie sich vielleicht, aber nicht so eine absolute, schon eine gute Kamera. Vielleicht eine gute Kamera und dann später kriegt sie so eine krass Kamera. Ich glaube eher eine Digitalkamera, weil ihre Eltern davon nicht begeistert sind, weil sie ihre Zeit, weil sie finden, dass es Zeitverschwendung ist. Würde sagen, zweit... Oh, scheiße, jetzt pullert er sich ein. Och, Blake, ey, was bist denn du für ein Erwachsener? Wie unangenehm. Ja, Adi, den ganzen Tag. So, ich würde sagen, Happy Birthday, Nova, oder? Leute. Happy Birthday. Und jetzt alle... To you, happy birthday, to you, happy birthday, kleine Nova, happy birthday. Ich muss nochmal einen Screenshot davon machen, damit ich weiß, wie sie aussieht, wenn wir gleich in den Kast gehen. Oh, sie ist so eine schöne Maus. To you, Gummischuh, Smiley. Vater. So. Die Mausi wird jetzt älter. Schalalalala. Die Mausi wird jetzt älter. So. Jetzt müssen wir wieder in die Regeln schauen, ihr Lieben. Wir müssen wieder in die Rules schauen. So, das ist das Bild von Nova. Das brauche ich dann gleich. Was steht drin? So. Regeln. Bestreben dürfen bei den Erstgeborenen geändert werden. Wähle die Merkmale deiner Kinder immer zufällig. Ausnahme das erste Merkmal des erstgeborenen Kindes. Das war ja unabhängig, ne? Glaube ich. Du darfst bis zu dreimal neu würfeln. Okay.
Oh, das ist so kritisch, dass man das zufällig machen muss, ey. Seid ihr bereit? Das ist das erste Merkmal, das hier oben, oder? Oder meint ihr, das hier ist das erste Merkmal? Eins von drei. Das Kleine ist ein Merkmal, ja, ne? Unabhängig verliert sich ja jetzt. Aber das erste Merkmal der Bleibenden. Das vom Kind, das Große, das erst bestreben. Unabhängig hat sie ja nur als Kleinkind. Sonst kannst du ja nur die Kleinkinder Merkmale. Unabhängig gibt es nur als... Ja, ja, genau. Okay, also ihr sagt, das hier können wir selbst wählen. Also, dass ein Erwachsener sind drei Merkmale hat und sowas. Genau, das weiß ich ja. Aber ich weiß jetzt nicht, weil in den Regeln steht halt, dass wir das erste Merkmal des erstgeborenen Kindes frei wählen dürfen. Und ihr meint also das hier. Okay. Okay. Das heißt, wir dürfen das hier frei wählen und den Rest müssen wir... Aber das geht doch dann beim Würfeln weg. Naja, okay, nein, geht's nicht. Okay, perfekt. Dann, was wollen wir denn nehmen für sie? Also, sie wird ja viel reisen. Ich lese euch nochmal die Geschichte von ihr vor, okay? Deine Eltern schienen mehr Zeit im Büro zu verbringen als zu Hause. Also hast du dich entschieden, verschiedene Orte zu besuchen und die Welt außerhalb deiner Heimatstadt zu erkunden. Das war auch sicherlich viel besser, als zu Hause zu sitzen. Du hast dir als Kind immer eine beste Freundin gewünscht, aber deine Eltern haben dir kaum Zeit dafür gelassen. Aus dem Grund hast du dir geschworen, wenn du groß bist, möchtest du mit deinem besten Freund oder deiner Freundin die Welt bereisen. Nur wenn du im Kasten würfelst. Okay. Okay. Also, lass uns doch mal schauen, was wir haben. Wir gehen jetzt nochmal auf die erste Seite. Liebt die Natur. Abenteuerlustig. Diese Sims sind immer auf der Suche nach neuen, einzigartigen Erlebnissen. Das könnte passen, oder? Oder aktiv? Diese Sims sind häufig energiegeladen, können andere Sims in Fahrt bringen und wirken womöglicherweise bestimmt, wenn sie eine gewisse Zeit nicht trainieren. Ich glaube, abenteuerlustig ist gut. Ich glaube, das passt echt am besten. Und bestreben? Liebling der Massen können wir ja nicht nehmen, weil ihre Eltern geben ihr ja kaum die Möglichkeit, Leute kennenzulernen. Das heißt, wir können auch nicht einfach runter und raus und Freunde finden. Also fällt sozial schon mal raus eigentlich. Motorik. Dieser Sim möchte verspielt und flink sein. Ich glaube, ich bin eher bei mental oder kreativ. Huch, ah, oh. Mental. Dieser Sim möchte das klügste Kind in der Schule sein. Ich glaube, das passt richtig, richtig gut. Sie will ja für ihre Eltern sehr, sehr gut sein in der Schule. Ne? Ihre Leidenschaft ist das Abenteuerlustig und das Reisen, aber sie will ja sehr, sehr gut sein in der Schule und will viel erreichen und für ihre Eltern gute Noten schreiben und eben auch auf diese Elite-Schule gehen. Sie weiß halt und sie spürt das auch, dass es nicht das Richtige für sie ist, aber sie weiß halt, dass sie es für ihre Eltern machen will. Und daher, finde ich, passt es sehr, sehr gut, oder? Ja, aber auch nur zu der Kamerakuri. Und das kann sie ja immer noch privat ausleben. Aber bei Kreativ kommt halt die Information, also steht halt dabei, dass sie von der Kunst leben möchte. Und das ist ja nicht das, was wir wollen mit ihr, ne? Genau, mental, weil die Eltern sie so erziehen. Mhm, das finde ich super. Das passt sehr, sehr gut. Wir nehmen Senkrechtstarterin. Ja. Und dann gehen wir direkt in den Kass. Sie hat kein Bonusmerkmal bekommen. Naja, gut. Schon okay. Ich wollte gar kein Bonusmerkmal. Ich will einen Schluck Kaffee.
ist der stark. Und Sabrina Biener, herzlich willkommen, Hallöchen. Dankeschön für deinen Follow und schön, dass du da bist. Fühl dich wie zu Hause. So, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen aufräumen hier. Boah, sie ist ganz schön braun geworden. Aber das ist ihr Standard-Skin. Also ich habe hier neben noch das Foto von ihr, das wir gerade gemacht haben. Ich würde jetzt so ein bisschen gucken, dass wir in dem Bereich bleiben. Nur bei 5 bekommt man das? Okay. Ja, ich habe mich schon gewundert. Nee. Ja, der Skin passt ganz gut. Nee, der Skin ist zu glänzig, den mag ich nicht. Ich glaube, wir nehmen meinen Lieblingsskin wieder, ne? Der ist eigentlich schön, ne? Die Augen passen noch, die Augenbrauen dunkel. Voll die spitze Lippe, die Maus. Oh, da müsste ich nochmal gucken, Linguine. Keine Ahnung. Du hast noch einen anderen Skin drauf, habe ich? Warte. Hatte ich? Ich weiß nicht. Hatte ich? Okay, jetzt gucken wir mal nach ihrer Frisur. Sie hat ja schwarze Haare. Oh, die ist ja süß. Sie hat so krasse Augen, oder? Es gibt zwei, die Vergabe der Kleinkinderbelohnung ist verbuggt. Man muss das dem Sinn manuell geben. Oh. Nee, oder? Das ist ja nervig. Oh Mann, ich bin nie im Alltagsoutfit. Ich hasse das immer. Das passiert mir immer, Leute. Die Zöpfchen finde ich auch irgendwie süß, ne? Dankeschön. Zöpfchen sind auch irgendwie süß. Ich habe halt gar nicht so viele Kinderfrisuren, Leute. Wie steht ihr denn in Pony? Ui. Oh, das ist auch süß. Boah, das ist aber auch irgendwie süß. Die Frisur ist doch auch schön. Da sieht das süß aus, oder? Oh ja, Sina, da können wir mal gucken, ja, vielleicht. Und Becky, hallöchen. Da ich eine neue Kreditkarte habe und es zeigt mir nur die Basic-Sachen an, die jeder runterladen kann. Habe schon Zahlungsinformationen aktualisiert etc. Es geht immer noch nicht. Bin echt am Verzweifeln. Oh, scheiße, Sims Girl. Notfalls musst du den Support dort mal schreiben, ne? Wenn es gar nicht geht. Ist ja richtig kacke. Ja? Finden wir toll? Oder? Hm. Wird nur so kleine Ohrstöpselchen. Huch. 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 Ja, okay. Ich will die Brille nicht. Oh, Jesus. Oh, sie ist richtig süß. Ich finde, sie hat vom Gesicht her richtig viel von Olivia. Gell? Das hat voll den Generationssprung gemacht irgendwie. Diese Augen sind einfach anders insane, ey. Sieht ein bisschen aus wie ihre Oma. Mhm.
Die Augen leuchten sicher auch im Dunkeln. Ey, das ist schon krass, ne? Ich würde ihr so ein... Ist dir sowas hier geben, einfach? Auf jeden Fall sehr schick auch. Oder? Dass sie auch mal sehr schick aussehen muss. So Adrett einkleiden, weil das ihre Eltern wollen und ein Outfit in einem wilderen Stil, weil sie das lieber mag und dann zieht sie das heimlich an. Ja, das können wir machen, dass wir ihr so zwei Stile geben, ne? Das finde ich schön. Also das wäre jetzt der Adrette-Look, würde ich sagen. Ist schon sehr Adrett, oder? Ist schon auch Adrett. Warte mal, jetzt muss ich mal das Bild ein bisschen kleiner machen. So, perfekt. Die Schuhauswahl ist schon wieder eher dünn, ne? Ah. Nee. Einfach schwarze Schuhe. Ich gebe jetzt erstmal von jedem Genre ein Kleid, ein Outfit und dann können... Oh mein Gott! Richtig geil! Oder? Hä, das sieht schon richtig gut aus. Oha. Ja, haben wir. Richtig schick. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, Becca, mit Piercings und so. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie dann als Teenager so ein bisschen rebellischer wird. Warum heißt sie eigentlich nicht McBay? Weil die beiden unverheiratet sind und sie automatisch den Namen ihrer Mutter bekommen hat. Das sieht richtig gut aus, oder? Richtig geil. So Sportoutfit. Da gebe ich ihr so einen Einteiler. Ich finde Sportoutfits immer nervig. Oh, wow! Stylo Milo, ey. Trophix, hallöchen, wie geht es dir? Vielleicht kommt sie auch besser mit ihrem rebellischen Onkel aus. Ja, wir gucken gleich mal, ob der noch da ist. Dann werden wir direkt mal ein bisschen mit ihm in Kontakt treten. Das ist ein good point, ey. Weil ihr einer Onkel ist ja so ein kleiner Rebell. Hab bis eben so lange. Hast du den gut geschlafen? Crazy. Das kann sein, dass ich sie noch nicht im Stammbaum drin habe, ja. Der Stammbaum, da komme ich leider nicht so gut hinterher. Aber wir machen jetzt auch gleich ein Foto von ihr für den Stammbaum. Und dann schreibe ich es mir auch gleich mal mit auf. Mirai, ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Dankeschön. Warte, ich schreibe es mir gleich als To-Do wieder auf. Vanessa, hallöchen, not your fav, hallöchen. Wie geht es euch? Schön, dass ihr da seid. Alles gut? Oh, das ist doch süß. Ah, nee, ich möchte eigentlich die Zöpfchen behalten. Oder so Bubbles? Nee. Wir bleiben mal bei der Frisur. Dann rate mal, was ich gleich schaue, was du vor ein paar Tagen abends auch geschaut hast. Meinst du Herr der Ringe? Sehr schön, Leute. Mir geht's auch gut. Dankeschön. Bin seit 5 Uhr wach. So früh. Und Kaira, hallöchen. Zweimal deine Streams seit erricht. Ich freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir? Vor allem erricht. Was war das für ein Wort? Keine Ahnung. Gibt's nicht. Schön, dass du reinschaust. Geht's dir gut?
Oh, das ist der perfekte Wintermantel. Wait. Ach, das machen wir gleich. Party-Outfit. Wir sind im Party-Outfit. Ich habe noch ganz tolle Ganzkörper-Outfits. Da müssen wir jetzt mal durchgehen. Alle supi, alle wieder gesehen. Oh, ein Glück. Das freut mich sehr zu hören, Vanessa. Sehr, sehr gute Neuigkeiten. Und Lara, hallöchen. Nova ist ja schon älter geworden. Ja, wir haben sie jetzt... Wir sind einfach mal ein bisschen schneller geworden, weil wir wollten jetzt nicht so ewig... Oh mein Gott, das sieht auch toll aus. Wir wollten jetzt halt nicht so ewig lang warten. Deswegen haben wir gesagt, lassen wir sie jetzt schon mal altern. Hey! Don't be scared. Don't be scared. Das ist auch irgendwie süß, ne? Oh, das ist süß. Ich würde sagen, wir geben ihr so ein paar von den Outfits. Thank you, thank you. Ja, fand ich auch schön. Gebe ich ja zu. Envy, wir sehen uns ganz gleich bei dir. Wir freuen uns schon. Bis ganz gleich. Hey. Hey, hey, hey. Hey. So, also das sieht doch schon mal gut aus. Dann haben wir hier zwei Outfits. Einmal das hier und einmal das hier. Dann machen wir jetzt noch Schwimmen. Wir haben ja auch den Pool auf dem Dach gefunden. Sehr gut. Vielleicht so ein Orange ist ganz süß oder gelb. Gelb ist süß. Und dann machen wir noch ein warmes Wetter-Outfit. Sehr schön, Cupcake. Mir geht's auch gut. Danke dir. Das ist so crazy, wie schnell die Zeit rumgegangen ist, ey. Ein Monat. Dann schon so lange. Wahnsinn, ey. Finde ich halt auch gut, so wenn sie dann so in die Elite-Schule geht und so, wisst ihr? Hm. Schön. Hamsby, du auch noch! Sieht voll nach einem Ballett-Outfit aus. Es wäre so toll, wenn es Ballettunterricht geben würde. Es wäre so toll, wenn es in Sims standardmäßig Ballettunterricht geben würde. Ich würde das ja so feiern. Es wäre einfach anders toll. Guck mal, wie süß ist das bitte. Ich bin aber ein bisschen in Love auch gerade, ne? Nur noch die passenden Schuhe dazu finden. Das ist super putzig, oder? Putzelig, ja voll. Ich liebe es auch ein bisschen. Oh mein Gott, sie sieht so süß aus. Und Karate, ja, das ist ja auch cool. Gab es nicht Ballett in Sims 2? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ach was, Pia. Das finde ich schon süß. Ich glaube, dass wir ihr jetzt nicht noch zusätzlich ein Outfit geben, wo sie sich mit ein bisschen dreckig machen kann oder so, sondern dass wir ihr wirklich erst als Teenager dann so ein Rebellen-Outfit geben, dass sie sich komplett verändert als Teenagerin. Das kann ich mir sehr gut bei ihr vorstellen. Dass sie jetzt halt wirklich noch so das brave Mädchen ist und dann als Teenagerin wird sie sich komplett verändern einfach. Oder? Boah, von den Pünktchen tun mir die Augen weh, ey. Boah, das sind so viele Streifen, da wird mir ganz schummrig, ey. Nie. Nie. Hm. Ja, ne? Da wird einem ganz schummrig. Ich meine, es sind tolle Outfits, aber die Streifen sind zu klein. Tut ja in den Augen weh. Lieber was mit Blümchen.
Bei die paar Pünktchen, die würden jetzt auch noch gehen. Das hier wäre vielleicht noch schön. Süße kleine Mädchen von nebenan sozusagen. Genau, erstmal. Bis sie zum Rebellen-Tini-Di-Di-Di wird. So. Okay, haben wir, meine Lieben. Haben wir. Ich bin gerade sogar überlegen, ob wir so rummachen. Oh, ihr Oberteil passt einfach zu ihren Augen. Ist das nicht hübsch? So, schaust du mal in die Kamera, meine Maus. Dann machen wir ein schönes Foto von dir. Oh, so süß, ne? Sie ist so eine Süßmaus. Speichern. Das ist unsere wundersüße Tochter. Wisst ihr, warum ich auch immer bei den Legacies, also bei der Luna, beim Luna Let's Play und so, die Stammbäume vergesse? Weil ich die Stammbäume ja immer erst machen kann, wenn das Video schon draus ist. Weil sonst spoilere ich euch ja mit dem Stammbaum schon, wenn wir ein Umstyling machen. Und deswegen vergesse ich es dann immer. Weil ich denke immer so, ja, oh, ich muss den Stammbaum noch ändern. Aber dann weiß ich ja, ah, mache ich besser jetzt noch nicht, weil... Und dann vergesse ich es einfach. Versteht ihr, oder? Und es ist weg. Vergesse ich es. Ja. So, Plumtree. Unterschied im Stammbaum. Savannah. Nee, wo sind wir denn? Es ist... Oh mein Gott, ich habe sie noch gar nicht im Stammbaum. Nova. Nova. Ah, doch, habe ich schon. Nishidak. Und jetzt muss man noch schreiben. Kind. Okay. Und wir müssen noch unsere Kaori aufnehmen, weil die ist auch noch nicht im Stammbaum. Sie hat den gleichen Mund wie ihre Mom. Seht ihr das? Ihre Mom hat die gleichen Lippen. So süß, oder? Mach das, Michelli. Ich versuche später bei Envy dabei zu sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort lesen. Kaori? Kaori? Nee. Kaori? Nishidak? So. Gut. Ja. Süß. Okay, haben wir, meine Lieben. Haben wir. Sehr, sehr schön. Muna, du kannst deine Frage gern bei uns auf dem Discord stellen. Wir haben einen Discord-Channel, wo wir kostenlos so ein bisschen Support anbieten und versuchen, solche Fragen zu lösen. Also, ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht. EA North Base Game, drauf in der Bibliothek. Hm. Also, ich weiß nicht, ob du dir deswegen jetzt neu kaufen musst. Du kannst die Frage gerne mal in unserem Discord stellen. Ich schicke dir mal die Einladung. Man kann sich, ich weiß nicht, ob du dich auf Discord... Oh, Schlar, perfekt, dankeschön. Ich weiß nicht, ob du dich auf Discord auskennst, aber wenn du auf den Link klickst, den Schlar gerade reingeschickt hat, dann kannst du dich da kostenlos anmelden. Und da gibt es bei uns auf dem Discord einen Kanal, der heißt Sims Austausch und Sims Support... Sims Talk und Support. Und da könntest du deine Frage nochmal reinschicken. Vielleicht hat jemand eine Idee, was du machen kannst, ohne dass du jetzt dem EA-Support schreiben musst. Ja, vielleicht klappt es ja, dass wir dir da helfen können. Weil da sind echt ganz schlaue Leute mit an Bord, die sich da echt gut auskennen mit Sims. Aber habe ich gemacht, Q, oder? Habe ich falsch ausgesprochen? Also auch das KE. Nishidake. Ach so, Nishidake. Schlag einfach on point, ey. Nishidake, meinst du? Okay, gut. Nishidake. Gut, gut, gut. Muss ich noch ein bisschen lieben. Es sind ja noch alle da. Dann soll sie sich mal mit Nolan anfreunden. Weil Nolan ist so unser krimineller Onkel sozusagen. Und vielleicht, ja, lernt sie ihn dadurch einfach ein bisschen besser kennen und findet ihn cool. Sula Sula! Saquinaria! Yes! Yes! Buddy!
Vielleicht schaut er ja mit uns in die Sterne. Okay, ihr Lieben, wir haben hier noch ein Kinderzimmer. Oh, weißt du, was ich meine? Raus aus dem Bad von unserer Tochter. Hey. Wir wollten hier oben ihr Schlafzimmer reinmachen. Und unten wollten wir jetzt erstmal so lassen. Also hier sollte ihr Bett dann hin, so ein kleines Turmzimmer mäßig, wisst ihr? Nur hat wirklich krass schöne Augen, aber im Bild unten links sieht es creepy aus. Ja, das kann sein, dass, dadurch, dass sie halt so krass blau sind, ne? Ja, ein bisschen gruselig vielleicht schon. Ich würde, glaube ich, gerne mit dem Highschool-Pack arbeiten, weil ich die Möbel daraus so, so toll finde. Und die haben auch genau das richtige Dings an Luxus, finde ich. Nee, wait. Highschool-Jahre, das ist toll. Ich bin halt auch echt am Überlegen, ob sie... Nee, sie kriegt noch kein Doppelbett, Leute, sie ist ein Teenager. Aber ein Prinzessinnenbett bekommt sie. Oh, wir könnten das auch so zum Fenster hinaus machen. Vielleicht machen wir erstmal eine Lampe ins Zimmer, ha? Eine Lampe, Leute, eine Lampe. Hier vielleicht so eine kleine Halbmauer. Das Zimmer ist so viel zu groß einfach. Hä? Ach so. Oh ja, so Leuchtvorhänge. Ja. Doch. Wo sind sie? Wo sind denn sie? Wollen wir haben. Boden. Ja, oi. Schau schön. Warte mal. Oi. Ist das schön? Wir könnten natürlich auch sagen, wir gehen da ganz ran, ne? Dass es zum Teil auch Vorhänge dann sind. Nee, oder? Oder sogar seitlich. Auch schön, oder? Wenn es so seitlich ist. So. Ich mag das Gelb immer nicht so. Ist auch toll. Okay. Dann filtern wir jetzt direkt wieder das Pack, weil, wie gesagt, da gibt es echt tolle Möbel. Ich liebe halt dieses Prinzessinnen-Stil, ne? Aber vielleicht gehen wir auch in eine ganz andere Farbe. Oh, das ist auch hübsch. Oh, guckt mal. In diesem Lila. Lila mache ich selten, was? Ui, guckt mal, das ist richtig hübsch. Wow. Ja. Die Maus braucht viele Kleiderschränke, Leute. Ist so. Wir brauchen viele Kleiderschränke.
Und ein Schreibtisch kommt dann vielleicht unten hin? Maybe? Ich habe aktuell beide Apps, Sims Girl, weil ich kann mir über die EA-App aktuell noch keine Packs runterladen. Das ist bei mir noch ein bisschen buggy. Da warte ich jetzt noch auf den Patch, also dass das behoben wird. Solange habe ich halt noch beide Anwendungen. Die sind echt alle schön, die Einzelbetten, voll. Also da gibt es so, so schöne Betten. Hier so ein bisschen Schminke. Bisschen Azetschwarz. Dann noch Nachtlicht. Oh, der Teppich ist auch toll. Oh mein Gott, den gibt's auch in so einem Bund. Guckt mal, wie schön. Oh, richtig toll. Warte mal, da fehlt noch Wandfarbe. Okay. Oh, echt toll, ne? Auf den Halbwänden vielleicht ein anderes Holz. Ah, du meinst generell einen anderen... Also wir können auch hier nochmal mit diesem Grün oder so... Oh, das sieht aber auch toll aus, ne? Wir können die auch nochmal grün machen. Vielleicht? Ein richtiger Prinzessinnen-Turm jetzt. Ja, ne? Wir brauchen halt noch Bilder. Und hier unten... Boah, wir haben viel zu viel Platz, ey. Ah, sie braucht noch das Nachtlicht, ne? Damit sie keine Albträume bekommt. Sie ist ja immer noch ein Kind. Die Halbwandleiste, ja, die habe ich noch gar nicht angepasst. Warte mal. Bisschen heller vielleicht, ne? Oder weiß. Weiß geht immer. Also, wir haben einfach einen viel zu großen Raum hier unten. Die Lampe zählt als Nachtlicht? Ja, soweit ich das weiß schon. Also, wir haben das auch schon getestet und es hat ganz gut funktioniert. Ja. Das ist schon groß, ne? Das ist schon ein bisschen sehr groß. Spielzimmer. Ja, das stimmt. Das können wir machen. Und Büro vielleicht? Ein Hängesessel? Ja. Vielleicht machen wir hier auch den Schreibtisch dann rein von ihr. Ich finde diese Farbe so geil. Die habe ich noch gar nicht ausprobiert. Gibt unsere Tochter natürlich auch einen richtig krassen Schreibtischstuhl, ist klar. Einen guten Laptop, weil sie soll ja schließlich gute Noten schreiben. Wir können ihr alles Mögliche eigentlich reinstellen, dass sie halt alles macht. Wisst ihr, dass sie halt alles machen kann? Vielleicht eine Ecke mit Sessel und TV. Ja, richtig gut. Weil sie wird ja wahrscheinlich auch viel Zeit in diesem Raum hier verbringen. Dass sie ein eigenes Klavier bekommt. Wir könnten ihr einfach auch ein Klavier reinstellen, ja. Dass sie halt hier üben soll und dann soll sie halt der Familie immer wieder was vorspielen draußen. Also das draußen würde ich dann schon lassen. Weil ich finde es schon toll, dass da so ein Klavier im Wohnzimmer steht. Vielleicht einfach so eine kleine Mischung. Oh, Lele, hallöchen, schön, dass du kurz reinschaust. Wünsche ich dir viel Spaß beim Duschen. Mit Puppenhaus und Lesesessel, ja.
Und wir haben kein Geld mehr. Warum? Was war teuer? Okay, der Laptop war sehr teuer. Der Rechner war sehr, sehr teuer. Leute, das ist alles teuer. Also, wir haben nicht so viel Geld. Und die reiche Familie ist arm. Es ist halt wirklich so. Also, das Geld ist jetzt eigentlich fast weg, ne? Naja, Klavier machen wir noch. Kostet denn das? Oh, so viel! Ja, dann nehmen wir halt doch erst... Oh, da sitzt noch eine Pianistin. Entschuldigung. Wir nehmen jetzt doch erstmal das Klavier und stellen es hier rein. Weil sonst haben wir halt wirklich... Also, sonst ist halt unser Geld einfach wirklich weg, ne? Da muss sie halt hier erstmal ein bisschen Klavier lernen. Okay. Okay. Jackie, hallöchen! Wir spielen gleich, We Were Here. Das wird so toll, Jackie. Das ist ein ganz, ganz geiles Spiel. Da gibt es auch mehrere Teile von, die wir dann... Wir fangen mit dem ersten an. Und Ultra Walk, Dankeschön für deinen Follow. Herzlich willkommen, Hallöchen. Ah. Wenn es so weitergeht, brauchen wir nicht über das Erbe zu reden. Ja, Dinge, ne? Aber jetzt brauchen wir auch nicht mehr den teuren Dings da. Weil jetzt können wir einfach einen Fernseher da hinhängen. Ich glaube, der ist... Ja... Das ist alles teuer, ne? Das ist alles so teuer. Gott. Okay, sie ist immerhin noch ein Kind. Wir brauchen noch Spielsachen. Was macht ihr? Wir spielen die Unterschiede im Stammbaum-Challenge. Wenn du Ausrufezeichen Challenge in den Chat schreibst, kommst du direkt auf unsere Regeln, nach denen wir spielen. Das ist eine Mehrgenerationen-Challenge. Und wir haben jetzt gerade unsere Tochter, die in die dritte Generation steigen wird, gealtert. Die wird von ihren Eltern sehr streng erzogen und muss sehr, sehr viel lernen. Sie selbst ist aber eher jemand, der halt viel reisen möchte und auch viel von der Welt sehen möchte. Aber jetzt aktuell strengt sie sich eben noch sehr an, um ihren Eltern zu gefallen und entsprechend auch gute Noten zu schreiben. Wo ist denn das alles? Ach, hier ist ein Puppenhaus. Genau, und sie lebt auf zwei Etagen in einem Apartment. Und hier oben hat sie so ein kleines Prinzessinnenzimmer jetzt gekriegt. Was sollte ich immer noch machen? Und Knuddeleinhorn. Das machen wir vielleicht hoch ins Schlafzimmer, hm? Hier in die Ecke. Hübsch und cute. Ja, voll, ne? So ein Doktorspielset können wir ja eigentlich noch hinstellen. Ja, für mehr haben wir jetzt eigentlich gar kein Geld mehr. Noch ein Radio. Eine Spielkiste. Ist es oben noch offen, Ace? Ich habe gar nicht geschaut. Oh, der Enfi ist jetzt live, Leute. Müssen wir uns jetzt beeilen ein bisschen, ne? Der ist schon live, du. Ich sehe es ganz genau. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen sputen. So, Spielkiste haben wir auch noch platziert. Aber es ist so eine Stolperkiste, ne? So. Da muss Blake wieder um Spenden betteln. Stimmt. Oh. Oh, ja. Hab ich gar nicht gesehen, das Loch.
So, meine Lieben. Jetzt machen wir hier noch zu. Okay, und hier auch. Schön, okay. Dann haben wir doch jetzt eine gute Grundlage geschaffen und einen schönen Cliffhanger zum nächsten Unterschied im Stammbaum-Challenge-Stream. Und Schokofee, herzlich willkommen, Hallöchen. Und Kochschinken, Hallöchen, herzlich willkommen. Ich fände es auch sehr interessant, wenn sie hinterher dann auch eher minimalistischer leben würde, weil sie ja ihre Kindheit so überschüttet wurde und auf ihre Reisen durch die Welt eben auch arme Menschen kennenlernt. By the way, Sunny Green vom PC meines Partners hier. Ja, hi girl, jetzt weiß ich auch, wer du bist. ja, das ist eine richtig gute Idee. Vor allen Dingen, weil, wie du schon sagst, sie durch die Reisen ja auch gar nicht so viel Zeug mitnehmen kann. Und ich glaube, dadurch ist es auch sehr interessant, wenn sie ein bisschen minimalistischer lebt. Und sie wird ja auch davon leben, was sie sammelt. Ne? Sie wird die gesammelten Sachen dann auch immer verkaufen und so. Und das finde ich auch super, super, super spannend. Und ich denke, dass wir daraus eine richtig geile Challenge machen können. Und das ist auch ein richtig guter Cliffhanger für den nächsten Stream, der nächste Woche Samstag stattfindet. Genau. So ist es. Dann werde ich jetzt zum Enfilade raiden, meine Lieben. Aber ich beende erstmal die YouTube-Aufnahme. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüssli.